Der Herold versammelt die Kinder der ersten Art, um zurückzufordern, was verloren war. Sie müssen sich an ihren Schwur erinnern und jenen dienen, denen sie Treue schulden. So. War das Buch Verbotene Insel, oder? Genau. Ein Lied der Tiefen. Kann ich dich direkt grätschen? Ja. Weil du hast leider ein Wort gebracht, weil ich eigentlich irgendwie random noch reinfügen wollte, aber du kommst direkt mit Harbringer. Kannst du dich noch daran erinnern, dass wir die Harbringer ja schon mal hatten? Oh, die hatten wir oft. Ja. Ja, aber wir hatten auch mal ein Gespräch darüber, wir beide. Könnte es einen Harbringer für jeden geben? Und es gab ja mal Harbringer Khadgar, ne? Der war ja auch mal ein Harbringer. In der Legion, ich glaube, in den Legion-Videos war das, ne? Ja, könnte sein. Der war ein Harbringer. Dann hatten wir Illidan, war ein Harbringer. Auch über den war ja auch ein Video. Wobei, nee, das haben die, glaube ich, Warbringer genannt, ne? Harbringer, ich hab's mir nochmal reingezogen. Okay. Die Warbringer, die War-Dingsbums, das war WOD. Ah, okay. Ja, es kann, okay. Und dann hattest du Illidan, Chaos. Khadgar war Ordnung. Und dann hattest du, war es Ashara? Ashara war in Battle for Earthold. Irgend noch an einer Legion war es. Ich weiß es gerade actually nicht mehr. Aber das passte noch mal ganz gut zu unserer Theorie, ob es für jede Ordnung einen Auserwählten gibt. Und wir sind der Auserwählte für die Realität. Und ich denke, dass wir das irgendwann mal ziehen. Ja, möglich. Ne? Das Ding ist halt, also wir haben sehr, sehr viele Harbringer in WoW. Immer wieder, jetzt, ja. Ich habe jetzt mal geguckt. Also auf WoWhead gibt es 119 NPCs, die ich finde, wenn ich Harbringer eingebe. also es ist jetzt nicht unbedingt das ungewöhnlichste Wort im Englischen. Nee, ne? Auf keinen Fall. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja, sehr. Gefühlt heißt jeder zweite Enraki, also Gesichtslose, heißt Harbringer. Ja, leider, das ist ein bisschen inflationär durch die Lehre. Ja. Aber so von dicken NPCs ist es mit Khadgar und Illidan und so und Xalatas natürlich schon wieder eine krasse Sache. Und jetzt kommt das nächste. Khadgar, Illidan, Xalatas. Chaos, Ordnung, Leere. Wir haben da so eine Kiste schon wieder mit Chaos, Ordnung und Leere. Warum immer die drei? Also weil wir es jetzt wissen, weil wir jetzt danach suchen, warum immer wieder die drei? Ich habe noch nie vorher so viel gesehen, dass die drei zusammenkommen. Chaos, Ordnung und Leere. Why? Also es gibt auch einen Erfolg tatsächlich in WoW, der ist auch Harbringer. Okay, hab ich gerade nicht im Kopf tatsächlich, ja. Weil ich gerade mal WoWhead eingegeben habe. genau, was gibt es hier? Gibt es Fel Rage Tome? Bring the Fel Rage Tome to Robert New Earth in Dalaran. Curse Tome und Water Glow Tome. Keine Ahnung. Da werden auch so Artefakte gesammelt. Ich bin mir gerade nicht sicher, in welchem Rahmen das stattfindet. Wahrscheinlich Legion Dalaran Questreihe? Irgendwas? You have to find three books. Okay, das sind drei Bücher. Finde ich halt definitiv sehr, sehr interessant, dass diese drei. Das könnte miteinander zu tun haben. Warte mal, guck mal. Dieses Waterlock Tome findet man in Karasan. Oder unter Karasan steht hier. Ja. Dann haben wir dieses Fel Rage Tome. Das ist offensichtlich irgendwas mit Teufelsmagie. Das findet man im World of the Wardens. Der Kerker der Wächterinnen. Achso, hier, wo die Illidari drin waren. Genau. Der dann hier ein Dungeon ist. Ja, genau. Wächter der. Wo man am Ende diese Lampe da tragen muss. Ja. Ja, schrecklicher Dungeon. Genau, und dann gibt es hier noch einen Cursed Tome und das findet man interessanterweise auf Draenor. Lol. Im Shadow Moon Valley. Lol. Ja, ey, noch passender geht's jetzt nicht, oder? Also, Karasan, Akkad, Chaos, Illidan. Ja, okay. Ja, das sind wieder diese drei tatsächlich. Wenn du so bist. Ja. Das ist wieder Leere mit Shadow Moon Valley, Chaos mit dem Verlies und Karasan ist Arkan. Das sind wieder die drei. Weird. Sehr weird, aber cool.
Ja, und ja. Das ist der Punkt, wo ich das jetzt geguckt hatte, wo mir immer wieder öfter jetzt auffällt, dass diese drei ja wirklich oft zusammenkommen. Wirklich oft. Ich meine, es könnte noch Zufall sein. Also ich will jetzt nicht mich darauf festsetzen so. Weil wie gesagt, wir haben auch Gegendinger, ne? Harbinger, es gibt tausende ja, NPCs, klar. Die Harbinger heißen. Aber ja, es könnte was sein tatsächlich. Ich glaube, da sollten wir ein bisschen drauf achten. Vielleicht ist da... Mein Katka ist jetzt auch wieder einer der wenigen, die das irgendwie mitbekommen. Ja, genau. Ganze Geschichte. Und Katka ist auch einer der wenigen, die überhaupt von der Vorbotin, also von Xanatas, jetzt sprechen. Ich glaube, als Audiofile ist es die einzige Erwähnung bisher. Ja, auch, dass er das Artefakt nochmal so ganz gänzlich in den Mund nimmt und sagt, ne, hier, wir haben nichts darüber. Also er weiß auch literally, nach was er suchen muss in Karazhan und weiß, dass in Karazhan nichts gibt. Und er weiß, dass Neltharion und Maligos damit zu tun haben könnten. Beziehungsweise, nee, ich habe tatsächlich heute sogar nochmal den Dialog mir angehört. Er sagt, dass er wenig findet. Er sagt nicht, dass er nichts findet. Okay, wenig, ja. Ne? Also, wahrscheinlich erwähnt oder sowas. Genau, so, ja, Mystiken wahrscheinlich, ne, so Mystiken-Erzählung. Das ist halt schon sehr krass, wie gesagt, gerade wenn wir dann auf die Richtung gehen von könnte, also, jetzt ganz doof gegriffen, Maligos, Neltharion, Galakrond. Galakrond, Leere. Maligos, Arkan. Neltharion, Erde, und er hat ganz schön viel Chaos verbreitet. Ich sehe es nur noch. Ich sehe es jetzt wirklich überall. Das ist schlimm. Ich weiß nicht, ob ich Neltharion in Chaos packen würde. Hatten wir öfters schon mal, dass wir überlegt haben, ob wir Elementar, also Feuer und sowas alles, ob wir das ins Chaos packen, weil das chaotisch absolut. Ist. Ja, das hatten wir schon sehr, sehr häufig. Steht, in den Chroniken steht es ja auch drin, dass der Zustand von Primordial Azeroth vor Ankunft der alten Götter chaotischer Natur war und dann wird halt beschrieben, wie sich die Elemente bekämpfen. Auf jeden Fall. Immer während ein Krieg, der so chaotisch ist und so weiter. Und dass das der chaotischen Natur der Elementare entspräche und so. Also, das gut denkbar. Aber. Und das ist ja auch irgendwo so die Randensweise von Iridikron, ne? Dieses so, er schiebt sich einen Scheiß da drauf, was mit der Leere ist. Er weiß, er kann den Hunger der Leere benutzen, um den Titan eins auszuwischen. Aber so klug wie er dargestellt wird, müsste er wissen, dass danach Chaos herrscht. Das ist echt dieser Dialog, ne, den Iridikron mit Viranov hatte. Wir haben da letzte Woche schon drüber gesprochen. Aber der ist nicht so einfach, wie ich zuerst dachte. Glaube ich auch weil nicht. Weil er sagt so Sachen wie, er vertraut nicht den leeren Fürsten oder den alten Göttern oder sowas, sondern ihrem Hunger, irgendwie sowas. Und in dem gleichen Gespräch spricht er auch von dem Herz. Ne, dem dunklen Herz. Und dann, damit ist ja dieses Artefakt gemeint. So, und diesem Artefakt ist ja die Seele von Galakrond. Und auch im Lied der Tiefen heißt es, dass ein Hunger irgendwie zurückgefordert wird. Ein Hunger verloren über die Zeitalter wird zurückgefordert. Vielleicht glaubt Iridikron, dass Xalatas scheitern wird. Also mit was auch immer sie vorhat. Also irgendwie die leeren Fürsten zu beschwören oder sonst irgendwas. Und alles, was Iridikron will, ist vielleicht Galakrond zu beschwören. Aber Galakrond ist zu schwach. Nicht unbedingt. Ich meine, der wurde von den Nicht-Aspekten und einem Tür weggehauen. Eine Tür, wissen wir selber, den kannst du mal eben kurz in der Pfeife rauchen. Und die Aspekte sind jetzt, also ohne Aspekt-Power, naja, wir haben Razagev und Fyrak eigentlich auch den Gar ausgemacht. Und zwar ziemlich easy. Das wäre zu low. Nicht unbedingt. Also, nach meiner Interpretation ist Galakrond auf einer ähnlichen Macht-Level, Power-Level wie Todesschwinge. Und Todesschwinge hat fast den ganzen Planeten vernichtet. Boah, das glaube ich nicht. Ich glaube, Todesschwinge ist um einiges heftiger als Galakrond. Ich glaube auch, im dunklen Herz ist nicht Galakrons Seele. Ich glaube, der war nur die Energie.
Oder so. Also, ich sehe da verschiedene Möglichkeiten. Entweder es ist Yogg-Saron, es ist Galakrond oder es ist weder noch und es ist nur so eine Art Energiespeicher. Übrigens, um das vielleicht auch nochmal in die Gedanken mit einzupacken, wir hatten bei der letzten Folge einen Fehler. Das Bild, was du gezeigt hast von der Midgard-Schlange, ne? Ja. Wo wir noch gesagt haben, die beißt sich ja gar nicht selbst. Das war auch gar nicht die Midgard-Schlange. Und zwar, das war der Totendrache Nidhögg, nicht die Schlange, deshalb beißt sich das Vieh auch nicht in den Schwanz. Weil die Schlange ist tatsächlich für das Außerhalb, dass es außerhalb sich zusammenhält, wurde ich darauf aufmerksam gemacht in den Kommentaren von Eco Gaming. Vielen lieben Dank, Grüße gehen raus an dich. Und wenn wir doch bei dem Drachen sind, der da ist, der Todesdrache, ja. Passt ja irgendwie, oder? Passt ja schon irgendwie rein in den ganzen Rums. Ha, ist interessant. Jetzt bin ich sehr wild unterwegs. Erinnerst du dich an das Startgebiet der Dämonenjäger? Dort siehst du auch ein Skelett einer riesigen Schlange. Und das ist ja im wirbelnden Nether. Ja. Und schon damals gab es schon die Spekulationen, dass dieses Skelett sich auch auf diese Yggdrasil-Geschichte bezieht, mit dieser Schlange, die irgendwie die Welten zusammenhalten würde. Und dass der wirbelnde Nether dadurch entstanden ist, dass diese Schlange getötet worden ist in dem frühen Kosmos. Von wen wäre dann unklar. Aber manchmal ist zum Beispiel ja auch, also es gibt immer wieder, da sind wir bei so sehr, sehr spekulativen Geschichten, aber das mit den, wie heißen die denn auf Deutsch? Ich weiß das gar nicht, die Alten oder so, dass die Alten nicht immer die alten Götter meinen, sondern dass es Existenzen geben könnte, die älter sind als alles, was wir bisher kennen. Vielleicht könnte das sogar sich auf die sogenannten Ersten beziehen, dass das quasi deren Domäne war und die Ersten haben sich halt behauptet und mussten dafür vielleicht zum Beispiel diese Schlange töten. Ist aber alles sehr, 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 sehr viel wild, Spekulation. Ja. Genau, man versucht sich irgendwie einen Reim zu machen auf Dinge, wo man keine Erklärung für hat. Gut, am ehesten würde noch passen, dass Galakrond vielleicht nur ein, also gerade wenn wir wieder über Tod reden und sowas, dass Galakrond nur ein Gefäß, ein Behälter war, eine Aufbewahrungsschatulle von Yogg-Saron. Yogg-Saron wusste, was passiert. Yogg-Saron ist ein, wenn wir mal jetzt Yoshirai wegziehen, ist Yogg-Saron so der härteste von den drei Brüdern. Der gerissenste, der auch ziemlich viel eigentlich geschaffen hat und tatsächlich auch ziemlich viel mit Xalatas an sich jetzt gerade so zu tun hat, wenn man mal so denkt, gerade wenn man jetzt an die Neruba denkt und so was alles und an die Drachen und so weiter und so fort. Kann natürlich sein, dass er das Wasser neigelassen hat und sich in Galakrond ähnlich wie Kil'jaeden, Sargeras mit Medivh, mit Egwene gemacht hat, dass sich er in seinem Schoß niedergelassen hat und der hat halt keine Nachkommen da mehr gekriegt, wo Yogg-Saron irgendwie weiterkommen konnte. Kann natürlich sein, wäre es schon auch wild, ziemlich wild, aber dann passt auch wieder Tod. Trotz dessen weiß ich immer noch nicht, warum Iridikron auch nur ansatzweise Yogg-Saron zurückhaben wollen würde. Weil wegen nur als krassen gegen den Titan, eigentlich weiß Iridikron, dass Yogg-Saron keine Chance gegen die Titanen hat. Also hat er wirklich nicht. Ist halt, ja. Iridikron muss irgendwas in der Hand haben, wo er weiß, dass er die Titanen auslöschen kann. Dafür gibt es für mich nur zwei Erklärungen gerade, sorry. Und zwar Uldur. Wir haben Uldur und die Himmelsfestung darüber. Vielleicht ist da ein Knopf drin, wo man einfach die Seelen ausknipsen kann und die fallen in ihre Dingsbums zurück. Beziehungsweise sie sind ja gerade nur Seelen. Sie haben ja gerade keine Körper. Aber gut, das weiß er ja nicht. Aber dass man da einfach die Seele ausmachen kann. So zum Beispiel Reset der Seele, was weiß ich was. So, Pokéball, hier, du wirst eingefangen oder so ein Rums. Das ist die eine Sache, die ich mir vorstellen könnte. Wäre aber auch ziemlich wild, weil so degradieren kannst du die Titanen quasi gar nicht. Auch wenn sie jetzt gerade nicht in ihrem Körper sind und bla bla bla, aber das wäre alles zu simpel. Das andere ist, er muss eine Megawaffe haben.
wo er denkt, damit kann er sie wegschallern. Also, was ich interessant fände, wäre nicht, wenn Eridikron denken, also, wenn wir wegkommen von dem Gedanken, dass Eridikron versucht, die Titanen zu töten. Er möchte, dass die Titanen sterben, aber dafür muss er nicht unbedingt die Titanen töten. Vielleicht kriegt er es hin, dass er die Titanen dazu bringt, sich zu opfern. Zum Beispiel, dass... Ja, genau. Dass Eridikron vielleicht wirklich das Portal der Leere öffnet oder so. Und Amantul oder wer auch immer denkt sich, alles klar, die einzige Möglichkeit, das aufzuhalten, ist, dass er sich selber opfern muss oder so. Oder dass Eridikron irgendwie versucht, Azeroth zu verwunden und dadurch die Titanen irgendwie mega krass abzulenken und zu schwächen und irgendwie sowas. Dass man vielleicht ein bisschen weggeht von diesem Eridikron-Kampf gegen die Titanen. Weil da sehe ich auch nicht so richtig, wie das aufgehen soll. Genau wie du. Vor allem, weil es auch mehrere sind. Ja, also wenn wir jetzt hätten, okay, Eridikron kämpft nur gegen Amantul. Aber es ist ja nicht nur Amantul. Nee, ja, überhaupt nicht. Und Kaskaroth ist dabei, Norgonon, Eona und wie sie nicht alle heißen, Akrama. Und alle wir stehen dahinter. Das ist ja auch nochmal, ne? Du hast dann ganz Azeroth hinter den Titanen kämpfend. Das ist ja auch krass. Ja. Aber vermutlich. Es sei denn, vielleicht ist Eridikrons Ziel auch noch viel raffinierter. Und wir checken das noch nicht. Sondern er will uns die Wahrheit zeigen, einfach nur. Genau, und dass er quasi diese vermeintliche geeinte Streitmacht, dass er die auseinandertreibt. Vielleicht ist es sogar, also besonders perfide wäre es ja, wenn Amantul zum Beispiel ein Geheimnis hat vor den anderen Titanen. Oder Eona. Ja. Eona hat vielleicht am ehesten noch ein Geheimnis vom Amantul, davon wissen wir ja bereits, nämlich diese Wurzeln, die Eona versteckt hat. Und dass Eridikron darauf hofft, dass wenn er die Wahrheit aufdeckt, was auch immer die Wahrheit sein möge, dass die Titanen sich untereinander bekämpfen. Ich meine, einerseits ist es ja auch ziemlich, ziemlich absurd, wie krass wir nicht aufgeklärt gerade eben sind. Also, es wird ja seit Dragonflight quasi darüber gesprochen, dass wir nicht wissen. Ich meine, der Kerkermeister hat schon mal damit angefangen. Aber wir wissen gerade eigentlich nicht, was die Titanen wirklich gemacht haben. Das geht ja wirklich seither so. Xalatat redet schon immer darüber, Legion, ganz viel Lehre redet darüber, dass wir gar nicht wissen, was abgeht. Und nirgendwo, also es wird penibelst versucht, uns auch wirklich kein Deut davon zu geben, dass wir irgendwie erahnen könnten, was haben die Titanen denn eigentlich falsch gemacht. Und somit sind wir ja die ganze Zeit im Glauben. Also jetzt könnte natürlich das Recht haben. Und was könnte in Eridikrons Sicht die Titanen am meisten schwächen oder halt auch anpissen, dass die ewig gehegte Lüge, die sie fein säuberlich aufgebaut haben, durch ihre ganze Ordnung hier, Ordnung da, Ordnung überall, dass das aufgeht und wir endlich wirklich die Wahrheit wissen, dass zum Beispiel die Titanen Azeroth eingesperrt haben oder Elun eingesperrt haben. Das wäre, glaube ich, auch mit am krassesten. Wenn wir erfahren, die beiden, dass Elune eingesperrt wäre. Sogar noch schlimmer als die beiden. Genau, ich glaube, die beiden werden am krassesten. Insbesondere, wenn der Beweggrund dafür niederträchtig ist. Also, wenn der Beweggrund wäre, die Titanen haben Azeroth eingesperrt, um Azeroth zu schützen. Das haben wir auch schon häufiger besprochen, ne? Dass ein Gefängnis ja auch ein Schutz sein kann. Dann wäre es so. Okay. Ja, okay, moralische Grauzone, ist das jetzt in Ordnung? Ja, ja. Können wir drüber reden. Aber was ist, wenn die Titanen Elune eingesperrt haben, weil die Titanen einfach nur Leben erschaffen wollten? Und denen geordnetes Leben, dass das Leben nicht wuchert und so weiter, sondern ihren Vorstellungen entspräche. Das wäre dann ja so, nicht manipulativ, aber halt, ja. Auf jeden Fall. Ja, es wäre auf jeden Fall. Genau, ist ja auf jeden Fall falsch. So, ja. Und das wäre auch was, was uns treffen würde. Es gibt ja manchmal auch diese Idee, aber die überzeugt mich nicht so richtig. Die Titanen haben die alten Götter erschaffen. Aus Versehen, aber egal. Und dass das die Lüge ist, dass das nicht die leeren Fürsten waren, sondern die Titanen, weil sie experimentiert haben, es ist alles schiefgegangen. Gahun war einer der wenigen, die sie unter Kontrolle gehalten haben. Umgedreht, also verändert, dass sie die Titanen die alten Götter zu denen gemacht haben, was sie actually gerade für uns sind. Ja. Ja. Das könnte sein.
Aber selbst wenn das die große Lüge ist, dann würde ich nicht sagen, ja, okay, jetzt sind die Titanen unsere Feinde. Ja, nee. Sondern die haben uns halt angelogen, diese verdammten Penner. Aber unterm Strich, deswegen denken wir uns ja nicht, okay, dann lass ich jetzt mal die Titanen töten. Nee. Ja, aber das genau, dass da halt sowas, ich meine, krass untereinander natürlich ist. Klar, wie du gerade schon sagst, dass die Titanen untereinander die krassen Geheimnisse haben. Aber ich glaube, gerade wenn Elun, ich meine, stell dir mal vor, Eridikon, weil ich es auch gerade nochmal gelesen habe, so stell dir mal wirklich vor, Eridikon ist Elun. Das ist nicht so. Ja, also, aber so oder ein Bote alle von Hände Elun. Für in die Hand. Oder sowas, weißt du? Das, wo wir schon mal gesagt haben, so Elun braucht irgendwas, um freizukommen. Sie braucht warum irgendwas. Aber wenn das so wäre, warum hat sie dann Tyrande nicht benutzt? Weil Tyrande zu hart im Glauben hinter den Titanen und den Drachen steht. Tut sie das? Würde aber sie den Drachen ja, aber den Titanen? Ha. Nee, Titanen nicht, aber durch die Drachen, die ja voll hinter Tür, obwohl auch nicht mehr, eigentlich jetzt so. Also jetzt kommt es rüber, als ob sie es nicht mehr so wären, sondern Elun-hörig sind, beziehungsweise Azoth-hörig sind. Schwierig. Ja, also die Drachen haben sich, also wir wissen nicht genau, wie jetzt die Drachen zu den Titanen stehen. Ich würde sogar sagen, wir wissen nicht genau, wie die Drachen zur Tür gerade stehen. Da ist so ein bisschen, da fehlen ja die Gespräche, wenn wir die Tür wieder erweckt haben. Irgendwie fehlt das. Auch komisch, dass jetzt gerade ein neuer NPC da ist und wir überhaupt nicht wissen, warum dieser NPC da ist. Aber auch Tür sagt ja selber nochmal, wo wir es gerade haben, dass er, selbst ich weiß nicht, was die Titanen wirklich der ganz große Plan ist. Ja, er sagt nur, er vertraut darauf, dass wir jetzt schon passen. Ne? Ja. Ja. Aber wie gesagt, ne, beste Beispiel, da steht jetzt gerade Liadrin. Die steht da jetzt gerade. Ja. Ja. Keiner weiß warum. Es gibt keinen neuen Text, gar nichts, es steht jetzt einfach Liadrin da. Mir fällt gerade noch was ein, was ich glaube nicht kommt. Ich dachte, wir bekommen das mit Nostormu, aber es ist nicht gekommen und ich bezweifle, dass sie es dann später jetzt machen werden. Aber es wäre in dieser Dimension von Lügen möglich und zwar diese Geschichte mit der wahren Zeitlinie. Ja. Dass die Titanen die Zeit manipuliert haben, sich für eine Zeitlinie entschieden haben und alle anderen Zeitlinien vernichtet haben. Das wäre quasi ein Ultra-Genozid. Also, sie haben mehrere Universen vernichtet und nur eins übrig behalten. Der ist nicht fassbar, weißt du so? Das ist ja, so, ja, ich glaube, das ist wissen, zu abstrakt und ja, den genau, meisten genau, Leuten genau. Einfach egal. Genau, das wäre ja eh scheißegal so. Und vor allem haben sie mit den Zeitlinien, glaube ich, uns eins gezeigt. Die Zeitlinien sind dann Murlocs oder voller dies, voller das, voller jenes. Das ist nichts Reales. Sie haben nicht. Das sind nicht genau, viele. Sie haben. Genau, das meinte ich mit, das haben sie jetzt bei Nostormu nicht gemacht. Ich habe darauf gehofft, weil ich glaube, man kann mit Zeitlinien viel lustige und coole Geschichten erzählen. Mhm. Sie haben so ein bisschen gemacht, weil sie dann jetzt hier dieses Artefakt da geholt haben, aber ich glaube, das ist auch das höchste der Gefühle. Ich glaube nicht, dass sie dieses ganze Zeitliniengedöns jetzt nochmal auspacken werden über die World Soul Saga und dann erzählen werden, was Amantul alles mit der Zeitlinie angestellt hat. Ja, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Nee, ich denke auch, dass wir jetzt mit dem Herz, dass wir da so eine Rückspul von MOP bekommen und dass wir da wissen, was da so alles war. Ja, das kann sein. Und dann gehen wir irgendwo, ja, oder kriegen irgendwo diesen Stuff, okay. Ja. Aber schwierig. Ich glaube, wir haben auch bewusst jetzt die Ewigen ein bisschen aus der Geschichte rausgeschrieben. Ja. Also sie sind natürlich jetzt noch da, aber sie sind jetzt irgendwie mit den Bronzen verbündet und so. Hm. Damit halt wir uns nicht mehr groß Gedanken machen um Zeit. Sie sind den einfachsten Weg gegangen, den sie gehen konnten. War nicht sauber, war nicht schön, aber ja. Sie haben sich offen gehalten. Finde ich persönlich sehr schade, weil Nostormu war immer mein Lieblingsaspekt tatsächlich. Ja, die haben am meisten gelitten, definitiv. Also das hat in Dragonflight definitiv am meisten gelitten, weil das hätte wirklich jetzt mal geklärt werden können und ist nicht. Ist halt sehr schade, eher noch mehr Fragen. Gerade wenn wir dann bei solchen Fragen sind, glaubst du, wir haben ja überall gerade so New Generation in World of Warcraft, egal wo, an jeder Ecke, Gen dankt ab und eine Tescom und so weiter und so fort. Next Generation. Das geht auch irgendwie. Obwohl er neu krass. Ist. Jawohl, ich würde ihn sogar noch als Zeug packen, aber Merifra, Ebenhorn und so haben wir ja wirklich überall. Genau, Tyrande gibt an Chandris ab. Genau. Also wir haben, glaubst du, wenn ein Wählen, also wir reden ja, ne, Wählen müsste ja auch irgendwo gehen und da ist niemand aufgebaut. Da ist niemand aufgebaut. Keiner. Da ist ja wirklich nichts. Nicht so wirklich, nee. Glaubst du, es gibt tatsächlich noch eine Jurel in unserer Zeitlinie?
Boah. Also, ich war der festen Überzeugung, nein. Mhm. Also, aus meiner Sicht, also aus, für meinen Dafürhalten ergibt das gar keinen Sinn, dass Irel in unsere Zeit kommt. Kann ja auch ein männlicher Drenai dann egal sein, was. Ne? Und anders ja. heißen. Ach so, ja, okay, das können wir machen. Aber es ist nicht die Irel, genau, die genau, wir, genau. Aber das haben wir ja mit Thrall in Warlords of Draenor. Genau. Ne? Der ist ja da auch da, aber nicht Thrall. Sondern der ist ja der Anführer sozusagen von den Magar-Orks in Warlords of Draenor. Ist ja eine Dame. Aber es ist ja so, in ja. dem Sinne Thrall. Also nur anders. Ja, ja also ich hätte gedacht, Gul'dan wäre ein besseres Beispiel. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ja. Die Sache ist also, mein Punkt war eigentlich immer, okay, Irel, das war's. Irel war ein Warlords of Draenor Charakter und die wurde dann auch ein bisschen größer gemacht, als sie geplant gewesen ist, dass sie dann im Finale mit eingebunden wurde und so. Aber dann war das gegessen. Die Sache ist jetzt aber folgende. Über die nachkommenden Addons hinweg haben die Spieler und die Fans von WoW immer wieder Irel genannt. Mhm, genau das. Und das könnte dazu führen, dass Irel jetzt wieder reingeschrieben wird in die Geschichte. Aber ich glaube nicht, dass das beabsichtigt war. Oder in so. Shadowlands erst haben wir ihr Porträt im Battle.net-Launcher bekommen, tatsächlich. Ja. Das sind so Sachen, wo die merken, genau wie im Bomb Sumdi. Bomb Sumdi war nie so geplant, ein Zappy Boy war nie so geplant, aber die haben gemerkt, wir sind voll geil drauf und dann let's go, ne? Ja. Und das sehe ich dann schon. Ich finde, am klügsten wäre es, Irel zu bringen in Verbindung mit der Armee des Lichts. Also wenn die jetzt die Armee des Lichts wieder auftreten lassen, nicht einfach mit der Vindicar und Wehen fliegt durch die Gegend mit Turalyon oder so. Ich glaube, das wäre eher lame, sondern ein cooler Auftritt der Armee des Lichts wäre mit Irel. Also das sehe ich am ehesten, vielleicht sogar in The Last Titan oder in Midnight. Dass die Armee des Lichts spitz bekommen hat, dass die Lehre was vorhat und die sammeln sich und kommen zum Verteidigung von Azeroth und helfen mit. Ja, maybe. Wär ganz krass, ja. Ja, spannend. Spannend, was das angeht. Noch was anderes. Uldur wird der Austragungsort sein der letzten Erweiterung für The Last World, für The World Saga, World Soul Saga. Ja. Yeah. Wir wissen, dass von Uldur etwas abgespalten worden ist. Ja. Die Himmelsfestung. Genau. Odin, sein Reich. Genau. Denkst, die Hallen der Tapferkeit. Genau, die Hallen der Tapferkeit. Denkst du, dass die gerade noch darüber sind? Also rein geografisch gesehen, sind sie dort? Oder sind sie in Sturmheim an der verehrten Küste? Ist der gewandert mit denen? Hat er Antrieb hinten dran gebaut oder mächtig gepupst? Was weiß ich. Also. Ich glaube, die sind geografisch betrachtet schon in der Luft, aber nicht, ob wir jetzt über Uldua sind, über den Sturmgipfeln sind. Das Faszinierende ist ja, du kannst ja da als Krieger, kannst du ja runterspringen und überall landen, wo du willst. Überall auf ganz Azeroth, ja. Genau. Und das hat wieder so einen Charme von, okay, wir sind gar nicht mehr wirklich auf Azeroth. Aber das wissen wir. Das wissen wir woher? Safe seit der Quest mit Vyranov, weil wir sind da hoch und Argus war zu sehen. Der rote Stern war zu sehen. Ja, aber nee, stopp. Nur weil Argus zu sehen ist, heißt das nicht, dass das auf Azeroth ja, sein muss. Okay. Argus könnte überall zu sehen sein. Einfach weil Madun beispielsweise, war überall im Universum zu sehen, weil so viel konzentrierte Macht an einem Ort ist. Hm. Argus ist überall zu sehen, weil da gerade das Pantheon ist, inklusive Sargeras. Also ich glaube, das ist der eigentliche Grund. Und wenn kann wir sein, jetzt, ja, okay, ja. Also für mich wäre es doch plausibel, dass Argus auch zu sehen ist auf Draenor und auf einem anderen Planeten. Aber auf den Dracheninseln ist es nicht zu sehen. Argus oder was? Ja. Ja, halte ich für einen Fehler. Also ich verstehe auch bis heute nicht. Lore-technisch gesehen, halte ich für einen Fehler. Genau. So, und also wahrscheinlich eher sowas wie Taschendimension, vielleicht auch sowas wie Geisterreich. Einfach weil es geht ja darum, dass die Valaja
von den Walküren eingesammelt werden und in die Hallen der Tapferkeit gebracht werden. Mhm. Und das wäre jetzt auch nicht abwegig, dass das halt quasi in den Geisterreichen ist. Jetzt kannst du sagen, warum, wie kommen wir dann in den Geisterreichen? Das geht aber auch. Also wir machen das ja auch in den Gebiet Ashara, wenn wir die Quest rund um Azu Regos machen, der ja eine Beziehung mit einer Geistheilerin hat. Ja, völlig. Also alles gut, das geht auf jeden Fall. Ja, Geisterreich sehe ich. Taschendimension sehe ich auch im Bereich, dass er vielleicht im Reich von Alakir ist. Ich meine, seine sogar Tochter noch hat sie gegründet. Genau. Die Tochter, darauf wollte ich auch gerade hinaus, dass Helia hat ja die Elementarebenen mit Loken zusammen, glaube ich. Oder? Ra hat auch geholfen. Ra, Memiron, all die einer von den drei Schlauen oder mehrere von den drei Schlauen Wächtern haben da mitgeholfen. Sehr mit schlau. Ja, das ist ja so ein bisschen magischer Zauber und krass Technologie oder whatever. Das sind ja immer die drei zuständig. Auf jeden Fall, die Helia hat da ja die Ebenen verschlossen, dass die Elementarlords nicht raus können und so weiter. Und das hat sie ja auch bei den Hallen der Tapferkeit gemacht. Mhm. Und die Tatsache, dass das quasi die gleiche Magie ist, weist darauf hin, dass das quasi ebenfalls eine Taschendimension sein könnte. Ja. Ja. Würde Sinn machen. Würde Sinn machen. Dann könntest du natürlich auch trotzdem Argus sehen. Das geht auf jeden Fall. Spannend. Ich wusste tatsächlich nicht. Ich glaube, wenn man als in Legion als Krieger in die Himmelsfeste geht, sieht man nicht Argus, glaube ich. Deswegen fand ich es so interessant, dass man jetzt Argus sieht, weil da müsste er ja quasi hinzugefügt worden sein. Ja, ich bin immer sehr skeptisch, was diese Geschichten angeht. Mit Argus sieht man nicht und so. Einfach aufgrund der gesamten Geschichte rund um das Blutschild. Das hat, wie viele Jahre? 9 Jahre gedauert oder so? Bis Blizzard die Skybox gefixt hat und man sieht jetzt wieder regelmäßig das Blutscheid am Himmel. Ja, aber du hattest nie die Aussage im Raum. Du hattest nie die Aussage im Raum, wenn der rote Punkt weg ist, dann passiert was. Das stimmt. Aber ich glaube, dann dürfen wir nicht auf neue Gebiete gucken, die dazukommen, sondern ob bei bestehenden Gebieten der Punkt verschwindet. Also da, wo der Punkt auch schon vorher da war. Ja, aber das ist halt schon, also mit den Dracheninseln ist sowieso crazy as hell. Also auf jeden Fall, das ist sehr komisch. Wie dass sie da nicht zu sehen sind und auch dann nochmal mit den ganzen Teleskopen da und so. Es ist sowieso wild, wo ich gerade nochmal dran erinnere, was du vorhin gesagt hast, mit diesem Netz aufgespannt, ne? Stimmt. Schwierig. Ja. Schwierig. Es gibt in WOTK, weil ich habe ja WOTK jetzt auch nochmal durchgequestet, auch noch so eine andere Anomalie am Nachthimmel. Die gibt es nur in WOTK. Und zwar geht es um den Sternenhimmel. Dort gibt es, also die Sterne in WOTK am Sternenhimmel sind alle rund. Ja. Bis auf einer. Ein Stern funkelt. Also einer hat diese typischen Strahlen. Diese vier Strahlen, wie man das halt so kennt von Sternen. Das sind Linsenfehler, hast du auf jeder, mit Auge sieht man das auch. Und das ist aber nur bei einem Stern. Alle anderen sind rund. Ich habe das immer einfach für eine Anspielung an den Polarstern gehalten. Ja, hätte ich jetzt auch als erstes gesagt, tatsächlich, klar. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das nicht das Pantheon darstellen soll oder so. Deshalb, wenn es um Skyboxen geht, ich glaube, da fließen manchmal voll viele Ideen rein. Ja. Aber sie werden nicht immer konsequent durchgezogen oder verfolgt. Das ist ja genauso. Die Version, die mit den Skyboxen kommt, die wichtig ist, sehr wichtig. Ja, genau. Und das ist ja genauso in die Skyboxen von Shadowlands. Da haben wir ja, glaube ich, auch rumüberlegt bis zum geht nicht mehr, was diese ganzen Skyboxen in Shadowlands bedeuten. Ja. Du hast hier in der Bastion, hast du diese Ringstrukturen, die irgendwie so ein bisschen wie dieses Unendlichkeitszeichen aussehen, aber dann auch wieder nicht. Könnte auch irgendwas anderes sein. Könnte auch Regenbogen sein. Eigentlich sind Regenbogen ja kreisförmig. Nur in der Regel sieht man das halt nicht. Dann gibt es die Skyboxen im Ardenwald, die Sterne hat. Das einzige Skybox und so. Das heißt, also ist
ich glaube, da fließen immer voll viele Ideen rein und so weiter, aber sie werden häufig nicht weiter verfolgt. Und manchmal wird dann wieder ein neues Gebiet designt und dann wird nicht immer berücksichtigt, was man sich früher mal überlegt hat. Und ja, ich glaube, dass viel ist das Design-Team dahinter, um wirklich eine Immersion zu schaffen, um uns ein Gefühl zu geben. Ich meine, in Dragonflight und auch in Shadowlands hat das wunderbar funktioniert, weil die Skybox ist einfach ein so primär wichtiger, elementarer Bestandteil, um wie du das Gebiet wahrnimmst. Ja, ich glaube, dem fällt schon sehr viel zu Opfer. Ja. Denke ich auch. Ich weiß auch zum Beispiel nicht, wir haben jetzt mehrere, wie soll ich sagen, Skyboxen gehabt jetzt in den letzten Monaten oder Jahren, sind schon fast, mit immer der gleichen Sternkonstellation. Es gibt insgesamt 6-mal gibt es die. In dem Amir-Trasil, hier in den Kampf gegen Führer gibt es die, in Avaros gibt es die, in Shadow Moon Valley gibt es die, in nachdem man Argus besiegt hat, gibt es die, in Elonare gibt es die und in Nyalotha gibt es die. Es ist immer der gleiche Nebel, den man in dieser Skybox findet. So. Relativ jetzt gibt's zwei wie im Cinematic auch von The War Within. Um die Worlds. Ja, ist ähnlich, aber ich weiß nicht, ob es wirklich genau der gleiche ist. Ja, als ob die nur ein bisschen so transparent gemacht wurde. Aber es sieht sehr ähnlich aus. Ich blende das auch kurz einmal ein, damit alle wissen, wovon ich rede. So, hier. Das ist der Nebel. So. Den findet man, wie gesagt, in diesen 6 Skyboxen. Und zwar ziemlich eindeutig ist das immer der gleiche. Ja? Der ist zwar mal ein bisschen dunkler, mal ein bisschen heller, mal ein bisschen lilaner, mal ein bisschen blauer. Aber es ist wirklich tatsächlich immer der gleiche. Ihr könnt jetzt auch die ganz anderen raussuchen, aber ich glaube, es könnt mir glauben. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder da steckt was hinter und das ist meinetwegen an Schul. Ne? Also dieser kosmische Wanderer oder so. Oder wir sehen hier die Domäne der Leere oder irgendwie sowas. Oder es ist einfach nur ein Reusen eines schönen Nebels. Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall. Das ist sehr schwierig zu sagen an der Stelle. Ich weiß auch nicht, was ich glauben soll, was dieses Thema betrifft. Ja, ich meine, wir müssen schon aus einem Aspekt auch schauen, das sind Game Designer und gerade in letzter Zeit müssen sie wesentlich mehr in wesentlich kürzerer Zeit mit weniger Geld. Wir kennen halt die ganze Spiele halt. Und natürlich kommt dann sowas recht gelegen, Reusen von Assets. Das wird in WoW seit Start gemacht und es ist auch völlig okay. Es ist cool. Ja. Und das passiert. Keine Frage. Das passiert. Ja. Ich finde es nur bei den Skyboxen ein bisschen kurios, weil ich schon den Eindruck habe, dass da Künstler wirklich dran arbeiten. Also die geben sich da viel Mühe. Ja. Und dass da dann so ein Nebel gereused wird, ist ein bisschen verdächtig. Also warum geben sie sich so viel Mühe, jedes Mal neue Wolken zu malen, aber nicht einen neuen Sternenhimmel? Ja, weil der Sternenhimmel, der Punkt ist ja, so eine Skybox für Dragonflight, die wird sehr early gebaut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Skybox für Midnight gerade eben am Bauen ist. Nicht War Within, die ist schon längst fertig, schon ganz längst. Die sind in Skyboxen für Midnight, wenn nicht sogar schon The Last Titan dran. Ist tatsächlich recht früh, dass sowas ist. Hingegen diese Nebel, Avaros, das sind so recht späte Entscheidungen. So, wo wollen wir lore-technisch genau im Detail hin und was wollen wir genau dort zeigen? Und dann packen sich die Questtexte an und dann geht's nochmal weiter und dann designt man das aus und dann designt man das aus. Und dann kommt sowas als Finale rein, so Abrunden der Lore, Abrunden des Fühlens. Das kommt dann so da rein. Ich hab hier mal Elonaria ist das. Elonaria, ja. Ne, das ist der gleiche fucking Nebel, man sieht das halt. Same. Ja. Es ist, wie gesagt, 6-mal gibt es das nach meinem Wissen im Spiel, den Nebel im Gebrauch. Und es ist schon ein bisschen verdächtig, keine Ahnung. Es ist sehr verdächtig, auf jeden Fall. Ja. Es ist sehr, sehr, sehr verdächtig. Auch in Avaros. Ich meine, gut, Avaros, das ist eh so ein Ding, wo wir eigentlich ja nicht drüber reden sollten, aber da muss halt auch irgendwas sein. Du meinst diese kosmische Brücke, ne? Ja. Dieser Ring, Stargate von mir aus.
Ja, ich habe ja hier wieder das Lied der Tiefen heute auch zitiert am Anfang, ne? Und das Krasse an diesem Lied der Tiefen ist, ich finde das wirklich, lore-technisch ist das ein sehr konkretes Buch. Das sagt uns genau, was Sache ist. So, hier die Könige warten hinter dem Schleier, das ist ganz eindeutig Ashara. Dann hier der Herold versammelt die Kinder, das ist wahrscheinlich die Neruba, vielleicht auch irgendwas anderes, können wir ein bisschen drüber philosophieren, aber im Wesentlichen steht da sehr genau drin, was alles passiert ist. Ne? Mhm. Hier ein Sturm versiegt, ein anderer kommt auf, das ist Razageths Tod, relativ sicher. Und dann steht da sowas drin wie, die Fackeln wurden entzündet. Also hier alles stimmt. Wenn das stimmt, dann haben wir jetzt auch dieses mit den fünf Fackeln und so weiter. Ja, aber welche sind das? Am ehesten wären es diese scheiß Spursteine, deren Lore aber einfach in nichts geendet ist. Und das wundert mich so. Spursteine, war da was? Irgendwie? Ja. Weiß nicht. Und dann kommt, die Geheimnisse, die er verbarg, werden wie Dolche die Herzen seines Volkes treffen. Das könnte Neltarions Geschichte sein mit, den Traktür, genau. Ja, ja, aber die Fackeln. Ereignisse, die in Gang gesetzt worden wären, wenn dann. Ja. Also guck mal, alles ist super konkret, ne? Ja, also wirklich. Ja, außer die Fackeln. Das einzige Logische wären die Schwursteine aus meiner Sicht. Aber die haben ja am Ende des Tages gar nichts gemacht jetzt. Das ist schon, naja, die fünf strange. Fackeln können doch was anderes sein. Wir haben Alex Rasa. Die Schwursteine, sehr gut. Ja. Kalegos, Ebenhorn, Vyranov. Ah ne, noch Stormo. Ja. Scheiße, es sind sechs. Kommt nicht hin. Ja, es sind sechs mit Vyranov. Kacke. Das hatten wir zu Beginn des Add-ons überlegt, ob das sich auf die Drachenaspekte bezieht. Ja, jetzt denke ich mir mit Amidrasil, aber nee, das kann ja nicht sein. Ja. Ah, das ist so schwierig, aber das Krasse ist ja auch, wenn du durch Abarus gehst. Du gehst ja durch den ersten Ring, du gehst nach Neltarions Echo, gehst ja hinter und springst in den Brunnen. Und es kommt mir ja schon so vor, als ob wir hier in dieser Zwischendomäne der Leere sind. Also das, wo wir das Totenreich auf Azeroth haben oder das Lebensreich auf Azeroth haben, da sind wir in der Leere gerade eben. Wir sind im Reich der Leere. Bei dem Übergang dieser Schleier. Ja, genau, wir sind auf der Brücke, wir haben Hürmdal, der hat aufgemacht und wir sind drauf und könnten weitergehen, gehen nicht weiter. Und keiner redet darüber. Vor allem nicht, wie kommt man zurück? Das ist das Nächste. Ja. So haben wir ja auch das, auch dieses, davon ist ja auch hier die Rede, erhebt euch unsere Könige, ruft hinter dem schattenhaften Schleier nach uns. Also die Nager reden darüber. Offenbar. Ja gut, die Nager haben aber halt auch ihre Verbindung ganz klar zu Endorf. Ja. Komischerweise dieser Tür natürlich auch. Ich meine, es ist auch interessant, dass in Abarus, ne? Also, wo ja dann, nicht Abarus, in der Zaralek-Höhle, wo Abarus ja drin ist, da gibt es ja diese Teiche. Und in diesen Teichen sind diese Fische. Ja, ja, genau, ja, ja. Und diese Fische kennen wir, als Endsoff zu Ashara gesprochen hat. Genau. Auch das komplett könnten weird. So, ja, ja. Das könnten Präsenzen von Endsoff sein. Dass er da unten halt war und Abarus mit ihm zu tun hatte. Was dann aber auch wiederum die ganze Caldera-Geschichte komplett crazy macht. So komplett so, hä? Und damit Fyrak und die Jaradin, die daraus geboren sind ja anscheinend, die sind ja aus dieser Caldera geboren, höchstwahrscheinlich. Ja. Mhm. Schwierig. Ja. Schwierig. Ja, wobei, gerade wenn wir jetzt dann nochmal Fyrak haben, im Speziellen, wo wir beide denken, dass der jetzt der Lord ist und in den Feuerlanden chillt. Ja. Why? Warum ist es so? Warum Iridikon und Fyrak? Das ist was mir immer noch nicht reingehen will. Hat Iridikon damit gerechnet, dass er Fyrak dann hinterher als Feuerlord da stehen hat? Weil Fyrak sagt ja selber noch mal, mein Bruder hat mich hintergangen, meine Schwester hat mich hintergangen. Ist es wirklich so? Ist es so? Ich glaube, Iridikon ist das Schicksal von Fyrak ziemlich egal. Ja. Worauf Iridikon gebaut hat, ist einfach nur, dass Fyrak viel Ärger machen wird. Viel Stunk.
Und Iridikon kann weiter seinen Plan verfolgen. Das war, ich glaube, nach wie vor aus Iridikons Sicht war Führer ein Ablenkungsmanöver. Mhm. Und Viranov fand das gar nicht cool, dass Iridikon Führer geopfert hat als Ablenkungsmanöver. Mhm. Hat nur gesehen, wie Führer halt durchdreht. Und Führer ist schon dahinter gekommen, aber weil er sowieso schon sehr aufbrausend war und dann noch diese Schattenflamme inhaliert hatte, war er auch nicht mehr Herr seiner Sinne und dreht halt durch. Ja. Ich glaube, viel mehr steckt da gar nicht hinter. Was halt schade ist, was halt sehr schade ist, weil das war halt cool, aber. Ach, ich finde, Führer ist ein gut erzählter Charakter. Ich habe mit Führer überhaupt gar kein Problem tatsächlich. Und auch mit Iridikon nee. Nicht. Cool. Ich hab höchstens ein Problem mit Viranov in der Hinsicht, dass ihr Sinneswandel dann doch sehr abrupt war. Ja. Aber ansonsten fand ich das okay erzählt. Ich möchte nur das Einzige, was ich bei Führer ein bisschen komisch habe, ist das Power-Level, was sehr low war, dafür, dass er die Schattenflamme so krass inhaliert hat und wir jetzt nichts gebraucht haben, um den wegzulasern. Naja, lore-technisch gesehen haben uns die Aspekte dabei geholfen. Naja, die standen da hinten auf 5 Plattformen und haben eigentlich nichts getan, oder? Haben wir einen Buff bekommen oder so? Sie haben irgendwie rumgezaubert. Ja, bestimmt. Und so. Muttersprüche kassiert. Ja. War und vielleicht, man kann vielleicht auch noch irgendwie, wenn du irgendwie weitergehen willst, kannst du irgendwie noch so einen Kram interpretieren wie die heilige Magie von Ilun hat bestimmt auch irgendwie mitgeholfen, oder? Mhm. Ja, gut. Aber dann dennoch. Iridikon. Gehen wir nochmal weiter auf das Gespräch mit Viranov. Iridikon ist der oberste Let's Go und plant alles und hat da ist in die Dungeon gegangen, in die Mega-Dungeon. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Oh. Der Zeitreise oder andere, ja, genau. Ne? Er ist in den Zeitreisetempel von Nostormu ja quasi gegangen. Um dorthin zu kommen, um zu Galakrond zu kommen. Das ist was mir auch noch nicht so ganz suspekt ist. Der nächste, der da auch noch fehlt, und ich weiß nicht, wollte ich dich auch noch fragen, ob du denkst, ist es gestrichen worden? Oder gehört das zu dem, was ich jetzt gerade sage? Der Char, den wir da auf einmal treffen, wenn wir die Chromie-Quest-Reihe spielen, der aus irgendwie einer Zukunft kommt, wo es uns noch gibt. Dieser Agent, ja. Ja, genau. Glaubst du, der gehört dazu? Wozu? Zu Iridikon und allem Möglichen? Nö. Ich glaube, der gehört zum Bronzen- Drachenschwarm tatsächlich. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Bronzener Drache. Der hat die Gestalt einer Rasse angenommen, die es noch gar nicht gibt. Weil der, ich glaube, sein Aufgabengebiet ist einfach die Zukunft. Damit wurden wir bisher sehr wenig konfrontiert. Es gibt den Endzeit-Dungeon, aber ich glaube, das ist der einzige Zukunfts-Dungeon, den wir hatten. Alle anderen Zeitreise-Dungeons sind die Vergangenheit. Und ich glaube, einfach sein Aufgabengebiet ist die Zukunft. Und ich glaube, das sollte so ein bisschen diesen Aspekt von Zukunftgedöns so ganz evolvierte Nachtelfen einbauen. Ja, genau. Bisschen ja. noch. Ja. Könnte ich gehen lassen. Gut. Dennoch. Der könnte zum Beispiel das Ergebnis sein von Sindurai und Shaldurai. Ne, also die Verbindung, die jetzt von Lord Materor und Talisra eingeht. Das ist also auch was da für ein Volk aufkommt. Was ich sowieso denke. Denkst du, Silbermond wird aufgebaut? Schwierig zu sagen. Das Problem ist, wenn sie es nicht machen. Also was auch immer sie mit Silbermond sonst machen, also wenn es ein Raid wird oder wenn Silbermond zerstört wird oder sowas, ich glaube, dann ist das Mimimi in der Community recht groß. Auch wenn dafür Surama vielleicht als neue Hauptstadt beider Völker gilt, also wir haben dann so Blutgeborene von mir aus, ne? Also eine Evolution der beiden, die beiden Völker tun sich zusammen. Wir haben ja auch immer noch das Gespräch offen von Lord Remateron, Anasterian, Sonnenwanderer. Ende Shadowlands, wo wir Sylvanas verurteilen, steht ja da oben Lottie und redet mit Bane und sagt ihm, dass er halt mit Anasterian quatschen will, um über seine Zukunft mal ein bisschen zu reden, wie er denn denkt, ob er nur noch Lord-Regent ist oder mehr. Und
das könnte schon sein, dass wir da, wenn jetzt Silbermond, sag ich mal, ich meine, es wäre wirklich geil und ich kann es Chris Mitzen zutrauen und dem neuen World of Warcraft kann ich es zutrauen, dass wir Ende von War Within verlieren. Xalatas geht darüber, der Brunnen explodiert, implodiert, was weiß ich was. Und das ist dann in Midnight tatsächlich unsere neue Zone. 5 Gebiete, man kennt's, den üblichen Schwachsinn. Und alles ist voll mit Leere da oben. Von mir aus erheben sich dadurch auch neue Landstriche mit in dem Wasser oder die Brücke zwischen Quell Talas und Silbermond wird geschlossen und das wird alles zusammenhängende Gebiete, wie auch immer. Das wird unser Questgebiet. Die Blutelfen müssen sich, soweit es geht, zurückziehen. Translations-Dingsbums wird gesetzt, weil klar, die beiden Völker haben sich ja wahrscheinlich jetzt schon in den letzten Jahren aufgebaut und da ist mit Sicherheit schon so eine Schnellreise gebaut worden. Und alle fliehen nach Suramar und in Suramar entsteht das neue Elfen-Empire. Und Silbermond samt Insel von Quell Talas, also gesamt Quell Talas, wird unsere große Front. Wo wir jetzt natürlich dann auch Gilneas für die Allianzler haben, als Brückenkopf, Unterstadt, Oberstadt für die Pforde. Und man, die Frage ist so ein bisschen, was genau, also Xalatas macht ja irgendwas. Es hängt sehr stark davon ab, was Xalatas eigentlich vorhat. Wir wissen, dass sie zum Sonnenbrunnen will, aber viel mehr wissen wir auch nicht. Beschwört sie den leeren Fürsten, belebt sie die alten Götter wieder, holt sie riesige Armeen. Was machen diese Armeen? Was machen die leeren Fürsten? Und das, je nachdem, was sie da genau vorhat, ist auch das Schicksal von Silbermond unterschiedlich. Also wenn sie nur irgendwie Galakrond meinetwegen jetzt beschwört, nehmen wir mal die Theorie, dann kommt Galakrond aus dem Sonnenbrunnen, der kratzt oder vielleicht macht er ein bisschen Silbermond kaputt und dann fliegt er halt weiter. Dann ist er weg. Dann hat Silbermond ein paar Kratzer, so wie Sturmwind als Neltar. Ja, aber gut, Sturmwind ist halt schon im Silbermond ist halt schon im Arsch noch, ne? Das müsste ja erstmal aufgebaut werden. Wenn dann. Ja, also, wobei sie, Ich finde nicht, also selbst sowas Kleines könnte nicht passieren. Es gibt nur zwei mögliche Möglichkeiten. Silbermond aufgebaut als wunderschöne, tolle Stadt, wo man fliegen kann. Oder Silbermond komplett im Eimer und richtig gedamaged. Also verloren. Was hältst du davon, wenn es richtig geil ist am Anfang und am Ende trotzdem zerstört wird? Scheiße. Weil das würde, dann würden die Spieler wirklich, das wäre scheiße. Wenn wir aber jetzt direkt eine komplette Zerstörung am Ende von The War Within bekommen, dann ist das etwa, ja gut, Silbermond ist eh noch nicht aufgebaut und wir wissen, irgendwann bauen wir es dann vielleicht mal wieder richtig auf, wie Bellamath oder was weiß ich was. Und dafür kriegen wir einen Suramar. Suramar ist not bad. Das ist eine schöne Decision und vielleicht kann man ja auch mal das Licht da anmachen, dass das nicht immer nur dunkel ist. Und dann würde das, glaube ich, sehr gut gehen. Und wir hätten endlich mal dieses Wir verlieren. Das muss kommen. Dieses Wir verlieren muss kommen. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Also wirklich, wenn nicht jetzt, wann haben wir die größte Möglichkeit nochmal? Wir haben actually in World of Warcraft das Team, was hinter so einem Bumm steht. Wir haben mit Teldrassil Erfahrung in einmal richtig crazy Dinger, weil das wäre der zweite, das wäre safe der zweite Teldrassil-Moment. Wenn Sturmwind, Silbermond am Ende von The War Within, Endboss-Szene, keine Ahnung, ne, typisch wie Archimonde damals, Warlords of Draenor, Gul'dan durchs Tor schmeißt, irgendwie Xalatas kommt dann noch in den Brunnen, kriegt ein letztes Portal von Dimensios vielleicht aufgemacht oder so und die geht dahin und wir kriegen in einem Cinematic diesen Urknall. Silbermond und dann siehst du noch, wie die Leere sich komplett über die Geisterlande bis Quell Danas ausbreitet. So, ne? So vielleicht auch noch Teile von den östlichen Pestländern und sowas. Das wäre huge und wir wären am Arsch. Ja. Und dann kann sich Midnight darum drehen, samt Pre-Event, dass wir natürlich erstmal müssen wir zurückgehen. Wir müssen evakuieren. Oberstadt muss aufgebaut werden, Gilneas muss gestärkt werden, Stormguard muss gestärkt werden, Dalaran fliegt zurück, all sowas. Das muss dann kommen. Und dann gehen wir in die Gegenoffensive vor. Bis zur Last Dingsbums. Ja, also ich sehe das schon. Aber es ist, glaube ich, nicht ganz so einfach.
Also ich stelle mir sowieso so ein Gebiet, was von der Leere beherrscht wird, sehr schwierig vor. Das hat sehr schnell dieses Ding mit dunkel. Der Schlund. Ja, dunkel, ja, es dunkel. Ist dunkel, es muss unangenehm sein und sowas alles. Mhm. Und deswegen überlege ich mir, kommen die irgendwie drumherum? Schaffen die das irgendwie wegzubekommen? Also, dass sie nicht sagen, okay, wir hüllen ganze Gebiete in Dunkelheit oder naja, so. Naja, wir können ja nur so Hubs machen. Sag ich mal, ne? Also, die Leere breitet sich dann nur auf gewissen Hubs aus. Und zwischendurch ist dann das helle, typische Immersangwald. Ja. Und da aber sind dann unsere Basen. Wäre es denn so unplausibel, dass man sagt, okay, wir haben halt in Midnight die östlichen Königreiche als Gebiete, aber die meiste Zeit bekommst du nicht viel mit von Zalathas und der Leere. Das ist dann genauso wie jetzt in Dragonflight. Die meiste Zeit bekommst du nicht viel mit von Iridikon und Co. Hast dann irgendwann einen großen Raid in meinetwegen entweder in 12.0 oder 12.1. Da bekämpft ihr Zalathas am Sonnenbrunnen. Und diese Geschichte wird dann wesentlich im Sonnenbrunnen als Raid abgehandelt. Und dann passiert irgendwas. Sie befreit wirklich irgendein Wesen oder irgendwas anderes, wer weiß. Und das führt dann die Geschichte weiter fort. Also ohne große Armee, ohne große Vernichtung oder so. Große Armee so sehe ich auch schwierig, aber so, sag ich mal, wir müssen fokussiert, es muss ja nicht immer eine große Armee sein, sondern es kann ja dann auch so ein größerer Gegner sein, Transponder, was weiß ich, wo man sich drauf fokussieren muss, quasi. Ich meine, ich sehe das auch, weil ich gerade von Malfred lese, ich sehe dann auch einen Vol'jin, der die Trolle vereint. Armani, die endlich spielbar werden, die zur Horde dann gehören. Sowas sehe ich halt wirklich da kommen, weil das ist das Potenzial, was du da wirklich hast durch diese extremste Bedrohung, weil die haben wir bisher nicht. Wir haben immer mal wieder so die verhärte Küste, und das war schon das Heftigste. Aber nie so. Es gibt, da kommen wir jetzt quasi auch zu dem, was ich am Anfang zitiert habe. Ich sehe das sehr, dass Vol'jin die Trolle vereint. Aber es gibt dann vielleicht ein paar, die nicht wollen mitmachen. Hm. Ja. Und ich sehe da tatsächlich unter anderem die Sandwüter-Trolle. Ich weiß, jetzt hole ich wieder Trolle aus dem Kerker, die alle Leute vergessen haben. Classic. Genau, wow. Zul'Farrak. Ja. Und zwar auch hier, ich habe jetzt das Zitat am Anfang gebracht, der Hero versammelt die Kinder der ersten Art, um zurückzufordern, was verloren war. Sie müssen sich an ihren Schwur erinnern und jenen dienen, denen sie Treue schulden. So. Wir wissen, die Sandwüter-Trolle sind die letzten Trolle gewesen auf Azor, die noch Muisala verehrt haben. Muisala ist einer der ältesten Lore überhaupt. Das heißt, die Sandwüter-Trolle haben sehr, sehr alte Geschichte. Und die Sandwüter-Trolle verehren was noch? Diese komische Hydra, dessen Name ich schon wieder vergessen habe, die als Haustier der alten Götter beschrieben wird. Und dieser Schwur, der hier dann quasi erinnert wird, das könnte sich natürlich auf die Neruba beziehen, das ist auch die plausible Annahme, aber es könnte sich auch auf die Trolle beziehen, dass Xalathas einige der Gazrilla, Gazrilla, die meine ich, es könnte sich darauf beziehen, dass einige der Trolle ursprünglich mal den alten Göttern gedient haben, ob freiwillig oder nicht, I don't know. Ja. Aber dass das quasi der Konflikt ist, den dann Vol'jin ausleben kann. Und worum es dann auch in der Traditionsquest-Reihe mit, die jetzt kommt, für die Trolle auch unter anderem gehen könnte. Weil ich habe mich ein bisschen gewundert, wie oft in den Quest-Titeln und so weiter Muisala drin vorkommt. Heftig, ne? Ja. Ja. Ja, das ist wirklich, wirklich viel, was da Muisala, auch die Art Lore, wie viele Lore da tatsächlich kommen, ist schon sehr interessant. Und es klingt ganz alles. Sie haben auch also tendenziell Lore genommen, also jetzt abseits auch von Muisala, die alle eher, ich sag jetzt mal, auf der dunklen Seite der Macht stehen. Ja. Also das sind jetzt nicht unser Krakwar, irgendein Froschlore oder sowas, oder ein süßer Dino, sondern das sind alles so komische, unheimliche. Ja, außer der eine Blümchen, ne? Das eine Blumending.
Ja, gut, es gibt das eine Blumending. Was aber sehr stark auch an die Wildheit von auf Draenor erinnert, ne? Weil da hatten wir die ja auch. Gorgond. Mhm. Wo wir ja gerade auch schon hatten, ne, da ist das Leben überwuchert und so. Ja, finde ich wild und gut, dass wir jetzt noch drauf kommen, ne, Draenei und Trollen. Gerade bei den Trollen finde ich sehr wild. Es klingt schon sehr, dass wir natürlich Senjin-Lore bekommen und wie wurden die Darkspear-Trolle gegründet und so. Ich glaube, das wäre aber das Langweiligste tatsächlich, wenn das wirklich kommt. Wenn wir wirklich nur Darkspear, also dass er sich von denen vielleicht abgecancelt hat und dann auch natürlich von Mursala, dass vielleicht Mursala da vielleicht noch ein bisschen was mitmachen wollte und Senjin sich dagegen gewehrt hat und ja, so ist dann halt alles entstanden. Wäre halt schon ziemlich lame. Hm. Will ich nicht. Also erstmal will ich, dass Senjin eine richtige Stadt wird. Ganz wichtig. Das ist wichtig. Also ich finde es überhaupt. Das Ding ist halt, in den Chroniken steht es ja auch komplett unkonkret. Da steht halt nur, dass es irgendwann Trolle gab und ja. Die Geschichte mit den Trollen losgeht in den Chroniken, da waren das bereits größere Stämme. Ja. Und das. Ich glaube nicht, dass sie das behandeln. Ich glaube nicht, dass die so weit in die Vergangenheit der Trolle gehen. Aber warum dann Mursala? Mursala ist so alt, dass man nicht weiß, wie alt er ist. Das heißt, er muss aus der Zeit vor der Geschichtsschreibung kommen. Und vor der Geschichtsschreibung heißt vor den Zandalari-Trollen. Ja, aber da gibt es dann zwei Möglichkeiten für. Einmal, sie wollen cool sein. Wir finden Mursala cool. Ganz im Ernst, wir Spieler mögen den. Mursala ist ein cooler Ding. Hat heftige Views auf Google. Der ist schon Playboy. Und wenn man das jetzt mit reinbringt, dass ein Senjin sich damals von ihm abwarten musste, also so, er hatte einen Kampf dagegen und hat dann einen anderen Lore halt tatsächlich genommen, sowas halt, um ihn heldenhafter darzustellen und Mursala noch mehr zu kränken. Also in Past, halt so schön, ne? Das war in der Vergangenheit. Das könnte sein. Oder halt wirklich, um Vergangenheit aufzurollen. Das wäre cool, aber glaube ich niemals, dass das kommt. Weil, boah, dann hätten die den Nachtelfen einfach schon mit anschneiden müssen. Es erinnert mich aber, ich habe so Hoffnung, seitdem Tyr erwacht ist und der einen Troll erkannt hat. Ja, der, wild. Der sieht vor sich die ganzen sterblichen Völker und der erkennt den Menschen nicht. Der hat noch nie Menschen gesehen. Klar, jupp. Ja, deswegen fragt er auch nach, was bist du? Und da, aber den Troll erkennt er. Ja. Aber soweit wir wissen, also in dem Zeitpunkt, wo Tyr gestorben ist, gibt es laut Chroniken keine Trolle. Oder beziehungsweise die Chroniken sagen nicht, ob es zu dem Zeitpunkt Trolle gibt oder nicht, aber die erste namentliche Erwähnung der Trolle ist wesentlich später. Und dass ja, die das jetzt nochmal aufgreifen. Die sind alt, die Trolle, definitiv. Jetzt ist halt die Frage, wie alt? Und gerade wenn wir das mit den Loa reinnehmen, nehmen wir das mit Khonsu rein, sind wilde Götter geordnete Loa oder sowas in die Richtung, dann haben wir natürlich einen ziemlich weirden Shit, den man da machen könnte. Aber das ist ja eben gerade das Problem. Diesen Shit kriegst du nicht in einer Traditionsquestreihe abgearbeitet. Auf gar keinen Fall. Das stimmt, aber sie könnten es andeuten, so wie sie die ganze Zeit andeuten, dass die Titanen Sachen gemacht haben. Ja. Wenn das Ding ist, also was wir gesagt haben, was ist es, wenn die Titanen Ilun eingesperrt haben? Dann ist die wilden Götter sind geordnete Lore schon ein guter Hinweis dahin. Da fehlt noch sehr viel zu, die Titanen haben Ilun eingesperrt. Auf jeden Fall. Aber es wäre ein guter Hinweis. Ich meine, dazu kann man auch sagen, dass sie in letzter Zeit die Traditionsquest nicht mehr so behandeln wie sonst. Nachtelfen Beispiel. Nachtelfen hatten zwei Stränge. Klar, einmal wo, ne, das erste und dann mit der tatsächlichen Übersiedlung nach Bel-Amef. Gilnea haben jetzt quasi auch noch eine zweite. Draenei kriegen jetzt eine, hatten aber auch schon Draenei-Only-Quests jetzt. Also, man merkt, es ist nicht mehr in sich in dieser einen Traditionsquestreihe gefangen, sondern das Ding kann aus mehreren Kapiteln bestehen, auch wenn das jetzt die Traditionsquestreihe ist. Aber es hat meistens in letzter Zeit mehr
Kapitel. Dann heißt, man könnte das natürlich zu bringen. Außerdem, wir sehen es ja auch Untoten und Gilnea. Da kommt das sogar nochmal zusammen, ne? Weil auch die Untoten haben da ja nochmal ihre Fertigstellung mit Kalia und mit den Scharlachroten und so. Und das zähle ich schon zusammen. Das heißt, man könnte natürlich zukünftig die Nachtelfen oder generell die Elfen mit den Trollen zusammen ein Kapitel machen lassen und dann das erklären, was da vielleicht alles gekommen ist. Das geht schon. Interessant ist jetzt auch, wenn wir da nochmal drüber reden, Eona, Nachtelfen, Elun, Amantul. Wir wissen, die Nachtelfen sind Eluns Liebling. Die Winterkönigin quatscht darüber und. Wir wissen, Amantul hat den Baum kaputt gemacht. Kann es vielleicht ein Wiedergutmachungsgeschenk gewesen sein, die Trolle zu ordnen? Für Elun? Von Eona? Oder weiß Eona wirklich, dass Amantul sie weggesperrt hat und hat der so ein hier, damit kriegst du dann vielleicht mal Macht, weil die an dich gebunden sind oder so? Ich weiß es nicht. Boah. Also es wird ja gesagt, dass die Energien des Brunnen der Ewigkeit die Trolle zu den Nachtelfen gemacht haben. Ja. Und wenn wir an das Buch glauben, woraus wir quasi jede zweite Folge zitieren, dann ist der Brunnen nicht so entstanden. Ja, könnte sein, dass der Brunnen tatsächlich der Baum war, ne? Würde mit der Interpretation des Buches passen, dass sie Chaos gestiftet haben, obwohl sie ja ordnen. Ja, weil sie rausgerissen haben. Kann sein. Aber Leben war vorher schon da, ja. Kann sein. Ja, es ist halt schwierig zu sagen. Aber der Punkt bleibt halt, ganz im Ernst, wenn wir erfahren, wie Trolle und Nachtelfen jetzt tatsächlich entstanden sind, auch nur im Entferntesten, wäre das mit einer der hugesten Impacts überhaupt im Bereich World of Warcraft und aktueller Story. Und das nur so zu behandeln, kann ich mir im geringsten vorstellen. Ich meine, wir wissen ja auch, Chroniken 4 kommt. Finde ich sehr interessant. Chroniken 4 finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Dass sie aus aktueller Sicht ja auch erzählt, ist eine sehr interessante Angelegenheit. Aber ich glaube nicht, dass sie sowas behandeln könnte. Weil wenn das im Buch... Ich meine, wenn nicht im Buch, wo dann? Weil im Buch kannst du es super ausführlich mit Stammbaum, wurde ja sogar gesagt, wir kriegen Stammbäume und sowas, ne? Das wäre schon krass. Ja, also ich glaube, die Chroniken kommen sogar dann, ne? Zeitpunktstechnisch. Ja, ja. Ich glaube, die Chroniken, dass die jetzt kommen, also finde ich erstens überraschend. Ja. Aber merkst du, Chris Metzen ist zurück, ne? Ja, auf jeden Fall. Das merkst du, er nimmt seine Linie weiter vor. Die waren wahrscheinlich damals auch schon geplant. Mit Sicherheit. Das kann sein. Also ich vermute, ehrlich gesagt, der Sinn und Zweck der Chroniken jetzt Band 4 ist, dass Metz ein bisschen aufräumen will mit seiner Abwesenheit. Sprich, da wird so ein bisschen alles, was darin erwähnt wird, ist wichtig. Und wird vielleicht nochmal so ein bisschen gedeutet und zurechtgerückt. Und was ausgelassen wird, das ist erstmal nicht so wichtig. Da hat vielleicht Steve Denuser und Afrasiabi ein paar Ideen gehabt, von denen hält Metz nicht so viel. Und ja. Ich glaube, das ist der Sinn und Zweck von Chroniken Band 4. Ja, ich glaube auch, das ist ein ziemliches Aufräumen. Ich würde mich wirklich nicht wundern, wenn Drektar auf einmal wieder laufen kann. Wirklich, ich würde mich nicht wundern, ehrlich. Also so Heilwasser und keine Ahnung und ja, hier, du kannst wieder laufen. Und dann mit so einem Zwinkern in dem Cinematic oder so, weißt du? So, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, interessant. Warte mal, es war Mist of Pandaria, Borders of Draenor, Battle for Azeroth und Shadowlands, was in den Chroniken abgehandelt wird, ne? Ja, ich glaube schon. Aktuelle Zeitlinie, definitiv. Genau, also alles außer Dragonflight. Und auch da könnte sein, dass wir
aus Metzens Sicht erfahren, was wichtig ist, bezogen auf die Ersten und die Seraphs? Weil das ist ja ein großes Fragezeichen, was wir haben. Ja. Ja, boah, das wäre, ob Metzen das macht, ich traue es ihm zu. Ich traue es ihm zu, weil er gerne ordnet. Ja. Also, dass er reinschreibt, was er davon hält oder wie die, also die Chroniken, das, ich, mal gucken, ob er auch dieser Linie treu bleibt. Das wäre auch interessant, ob das in den Chroniken geschrieben steht, so ein bisschen. Ob das jetzt die Sicht der Titan ist, ja, oder die Titanhüter oder von wem ist das hier eigentlich. Oder das einfach, wie die Chroniken hält. So, das ist allgemein. Ja. Genau, es ist allgemein mit diesem Hauch von, ich weiß selbst manchmal nicht so ganz genau, was ich hier erzähle. Und dann so vielleicht sowas, wenn da sowas stehen würde, wie bei den Shadowlands oder bei den Smaragdgrünen Traum, in den Chroniken Band 1, wo sowas steht wie, ja gut, dann kam Freya und hat das geordnet oder so. Aber wenn er sowas schreiben würde wie die Mittler und die Aszendenten von Oribos, die glauben an eine Prophezeiung, die Vorsehung und an die Ersten, aber welche, was sich wirklich dahinter verbirgt, das wissen die wenigsten oder so. Mhm. Wenn er sowas schreibt, dann wissen wir, alles klar, das war ein Shadowlands-Thema. Ja, doch, aber das geht schon. Das sehe ich ihn auch machen. Also er ordnet ja wirklich gerne, das liegt ja in Chris Metzens Natur. Ordnung gefällt ihm sehr, sehr gut. Und er mag alles eingeordnet in Kasten und Kategorien und dass man klar die Linie hat, auch wenn man nicht viel weiß, aber man hat eine klare Linie. Das ist halt Chris Metzens Ding. Und das ist cool. Ja, und das sehe ich, freue mich so sehr auf die Chronik. Aber vielleicht findet er die Idee auch cool und er baut das ein und er schreibt genau das Gegenteil. Und er schreibt, dass die Seraphs tatsächlich ein Ding sind und dass die Ersten tatsächlich mit den Kosmos aufgebaut haben, aber dass das von den anderen Göttern verschwiegen wird, was es damit genau auf sich hat oder so. Kann sein. Wird auf jeden Fall sehr spannend, weil er richtig viel in die Richtung deuten wird. Auf jeden Fall. Gerade wenn wir dann darüber reden. Also gut, Trolle, um die Trolle wegzuhaken. Im Übrigen, kurz letztes Wort. Wir haben auch auf den Cover von den Chroniken 4 eine Troll drauf. Ja, ja, genau. Ist sogar Vol'jin, also, glaube ich, oder? Ja, ist Vol'jin. Ich glaube, es soll Vol'jin sein. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber Vol'jin, ja. Okay. Das heißt, es könnte natürlich auch sehr viel um die Hintergründe um Vol'jin gehen. Was hat er da eigentlich alles gesehen und so? Schon sehr interessant. Ja, es könnte auch erklären, was genau eigentlich mit Vol'jin passiert ist. Wir haben bisher nur eine Erklärung von Muesala. Da kommt übrigens schon wieder dieser. Der begleitet uns heute. Ja, Muesala ist, krass. Ich warte auf Bomsamdi tatsächlich. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ob Bomsamdi jetzt dann der zukünftige Lore von was weiß ich was wird oder Vol'jin jetzt der neue Königslore. Ich glaube, der bleibt einfach der Lore des Todes. Er ist jetzt halt noch mächtiger, weil er zuvor war es ja so, dass diejenigen, die Bomsamdi verehrt haben, die sind ja in die, zur Avaside gekommen, statt in die gewöhnlichen Shadowlands. Und das und aufgrund dessen, dass Bomsamdi Muesala dienen musste, so habe ich es immer verstanden jetzt, das musste Bomsamdi einen Teil des Mojos, also des Animas, an Muesala abgeben. Und das muss Bomsamdi jetzt nicht mehr und behält das ganze Anima für sich. Das heißt, Bomsamdi wird stärker sein. Ja. Hat ein Update. Ja. Gut, also denkst du, einfach nur um das abzuschließen, um ein festes Wort von dir rauszukitzeln, Traditionskriegsreihen, haben wir danach einen Beginn einer Hauptstadt wie zum Beispiel Gilneas? Ja, nein? Also das Tenjin, es muss ja nicht direkt eine fertige Hauptstadt sein, aber wie Gilneas halt, man fängt an quasi was aufzubauen. Glaubst du, dass da mehr kommt? Boah. Das ist sehr schwierig. Weil, also wir haben halt Gurubashi-Trolle, Amani-Trolle, Sand-Fury-Trolle, Zandalari-Trolle. Kann ja auch nur für die Dunkelspeere bleiben. Dunkelspeer-Trolle. Die Frage ist, wie viele Dunkelspeere es eigentlich überhaupt gibt. Ich dachte immer nur, das sind ein paar hundert. Ja. Also ich habe die nie in diesen Dimensionen gesehen wie andere Völker. Nee, glaube ich auch nicht. Die sind sehr anders. Oder halt eine richtige Integration an Orgrimmar kann ja auch sein, dass die noch einen Vorbau kriegen, einen ordentlichen. Wir wissen, glaube ich, dass die
Amani-Trolle ziemlich zerschlagen sind, dass die Gurubashi-Trolle ziemlich zerschlagen sind. Ja. Ich glaube, das einzige Trollreich oder der einzige Stamm, der noch gut dasteht, sind die Zandalari-Trolle. Ja. Vor diesem Hintergrund wäre es logisch, dass die sich vereinen. Und ich sehe auch, dass Vol'jin das in die Hand nimmt. Aber ob das gleich in der Stadt mündet oder nicht erstmal nur in so einen losen Bündniszusammenschluss, ja. Genau, die sich irgendwie gegenseitig helfen. Ja, kann sein. Ja. So, das glaubst du, Vol'jin wird, letzte Frage dann dazu, glaubst du, Vol'jin wird erledigt? Also, dass wir jetzt wissen, was mit Vol'jin dann ist? Oder wird er für die Chroniken? Ich würde, also aufgrund dessen, dass wir jetzt ja schon ein bisschen die Titel und so weiter kennen und Erfolge und alles Mögliche, ich würde vermuten, dass er keine so große Rolle spielt in der Questreihe bis zum Schluss. Und da kommt dann nochmal ein großer Reveal, dass er zurückkommt. Oder dass er dann wieder ein da ist, aber dann passiert quasi, nichts weiter. Ja. Ja, ja, genau. Ja, weil so ein bisschen wie sehr, das sehr mit ruhig. So ein bisschen wie das mit Sylvanas war bei den Untoten. Ja, wir kriegen ja am Ende einmal was von Sylvanas zu hören und kriegen hier einmal was von Vol'jin am Ende zu hören. So, das so in diese Richtung. So, jetzt kannst du dir dann was aussuchen, ein Thema noch. Entweder wir gehen jetzt in die Drenei und ihre neue Hauptstadt oder der Rat der Sechs. zu den Drenner fällt mir nicht viel ein. Können wir lieber über den Rat der Sechs sprechen. Ja, das ist problematisch mit denen. Ne? Ich habe mich auch versucht, nochmal dran zu setzen und zu gucken, die NPCs, die ich dir ja auch geschickt habe, plus die Namen und so. Da kann alles und nichts bei rauskommen. Das ist halt sehr schwierig. Gut. Ja, ich glaube, bei den Drenner wäre es halt logisch, dass sie halt jetzt die ganzen Geschichten, die haben die Lightforge-Drenner, sie haben die normalen Drenner, sie haben die roten Jungs, die Erida, die, ach, wie hießen die denn auch mal? Die haben nochmal extra einen Namen. Manari, Erida. Manari, genau. Genau. Dass sie die quasi jetzt irgendwie... Das Einzige, was noch fehlt, sind die Aschenzungen. Die fehlen noch. Stimmt, die Aschenzungen fehlen noch, die Zerschlagenen. Genau, und davon haben wir sehr viele NPCs jetzt. Ein bisschen ähnlich wie bei den Trollen tatsächlich, wenn man so überlegt, ne? Dass man könnte die gleiche Geschichte erzählen. Prophet Wehen sammelt alle ein. Sie haben damit ja jetzt auch angefangen mit dem Manari. Eint das Volk und sagt, alles klar, wir brauchen eine neue Stadt. Jetzt ist Schluss hiermit. Wir behausen unser kaputtes Raumschiff. Mhm. Vielleicht machen sie das. Vielleicht erzählen sie auch was anderes. Vielleicht, ich fände es auch witzig, wenn Wehen sich denkt, jetzt dadurch, dass die Manari dabei sind, dass er sagt, lass doch mal auf große Kosmosreise gehen und die ganzen Erida, die irgendwo in diesem Universum sind, einsammeln. Weil das sind ja alles Leute von unserem Volk. Lass die mal nach Hause bringen. Ja, ich würde mir irgendwie freuen, so ein Wiederaufbau von Argus, eine Wiederbesiedlung von Argus, das würde ich tätig mich tatsächlich freuen. Man kann ja so einen Teleporter dann dahinstellen an der Exodar, sodass das halt alles cool bleibt für den Spieler, halt jetzt nicht krasse Entfernung. Aber so eine Wiederbesiedlung von Argus mit Stadt, mit allem, täte ich mir gefallen. Aber ja, wie gesagt, schwierig, sehr schwierig. Da ist der Rat wesentlich greifbarer. Ja. Und interessanter. Ich auch so. Und Dalaran. Das weiß ich nicht. Dalaran schon. Aber das Ding ist, das Konzil der Sechs war schon immer langweilig. Bisschen abstrakt. Ja, ein bisschen langweilig. Ich hab Katka sehr gerne damit verglichen. Der ist so unter den allen, ist der so die Rolling Stones. Der tourt halt durch die ganze Welt, weiß nicht, wann so viel ist. Und der Rest ist halt scheißegal. Ja, meistens schon. Also Kalek hat ja noch zum Beispiel in Legion diese Surama-Questreihe bekommen. Ja. Und die ganzen anderen Jungs, die haben uns alle diese. Wer kennt bitte Modera? Wer kennt Runenweber? Wer kennt die? Keine Sau kennt die. Und es sind nur Menschen. Ja, das stimmt schon. Also man kennt die halt nur, weil sie dir diese komischen Quests geben in Legion für die Artefaktwaffenvorlagen. Ja, aber auch nicht alle. Und nur die Magier haben dann tatsächlich auch mal was mit Modera und mit Vargoth zu tun. Nee, alle. Jede Klasse ruft dich irgendwann nach Dalaran und dann teleportierst du diesen Turm hoch und dann geben die dir drei Quests. Die war das ja. Für jede Spezialisierung gibt es eine Quest und so. Ja. Ja. Aber, genau, die Quests sind auch komplett unspektakulär, machen nicht sonderlich viel Spaß aus meiner Sicht. Wobei einige sind schon ganz nett, aber nicht alle. Das ist das typische Legion-Problem, wo sich gedacht haben, okay, jede Klasse kriegt eine eigene Quest und dann auch für jede Spezialisierung. Voll heftig ein. Qualität geht halt sehr schwankend. Ja. Ja.
Aber gut, wir haben dann Platz frei. Mein rechter Platz ist frei. Wir brauchen jemand Neues herbei. Und ich habe ein Video darüber gemacht. Ich denke, drei sind ganz klar, die man nehmen könnte. Ob es jetzt das langweiligste ist, Aetas. Das wäre, ne, man bringt die Blutelfen wieder zurück. Die Sonnenhäscher, Aetas Sonnenhäscher kommt wieder zurück. Er hat sich mittlerweile auch bei Lord Trematerron ein bisschen mehr hochgearbeitet. Er stand ja schon immer sehr plausibel. Der stand ja immer im Schatten von Romav, ne? Romav war immer gegen ihn und hat ihn als hitzköpfig und so. Der mochte ihn ja gar nicht. Das wäre langweilig, aber Hauptsache, es ist nicht immer ein Mensch und die Horde ist wieder mit vertreten. Okay. Nächstes wäre Medivh. Wäre mein absoluter Dream, aber absolut unnötig und geht nicht und viel zu krass und hast du nicht gesehen. Wäre halt cool. Und dann hatte ich halt Aleria. Alles mit Medivh ist Aleria ist ja keine Magierin, ne? Eine Wirkerin aber. Ja, ich weiß, dass er... Muss der Rat immer aus Magiern bestehen? Muss. In der Theorie ist Kalec ein Wirker. Er fällt nicht unter die Kaste Magier. By the way. Und ich sehe Aleria gerade mit der Lehre und mit den Zaubereien. Und wenn wir dann, wenn wir jetzt die Brücke schlagen, und diese Brücke finde ich besonders wichtig für Midnight und alles, was danach kommt. Die Astralen. Du hast schon recht. Du hast schon recht. Überleg mal, Aleria bringt die Connection zu den Astralen, zum Rat. Und die Astralen mit Karesh sind ja wohl mal das, was. Also, wenn Khadgar etwas nicht in Karazhan findet und Kalligos aus den Azur-Archiven ihm nicht weiterhelfen könnte, dann sind die Astralen und das Wissen rund um Karesh und alles, was sie gesammelt haben, ich glaube, das Absolute, was die Wissenssammlung angeht. Das ist der Brockhaus des Arkanen überhaupt. Ja. Und Aleria bringt den, die Partnerschaft, sag ich mal. Also ich habe alte Lore gefunden, die dann eine Theorie stützt währenddessen. Sehr gut. Also im Buch Tag des Drachen steht drin, dass das Konzil der Sechs nicht nur wegen der Magie bestimmt wird, sondern dass das nur einer von vielen Gründen ist. Sehr gut. Wir haben halt nicht viel dazu. Ne? Also gar nicht. Ich habe geguckt und geguckt und ich finde es wirklich nicht viel. Also sehe ich auf jeden Fall. Ich habe noch so ein paar andere Ideen tatsächlich. Also eigentlich nur eine. Ich meine, ich könnte auch mir noch ganz andere da vorstellen, aber wie wahrscheinlich, dass die kommen, ist halt sehr schwierig. Also aus meiner Sicht gibt es noch einen Charakter, der ist, ich würde sagen, der ist nicht unwahrscheinlich. Ob der jetzt super wahrscheinlich ist, weiß ich nicht. Aber nach meiner Wahrnehmung war er recht beliebt und ich glaube, es gibt viele Leute, die sich den zurückwünschen. Und zwar Okolev. Okolev, oh ja. Ja, ich meine, ich habe auch viel bei mir Kommentare gelesen. Talisra würde ja in die gleiche Kaste gehen. Mhm. Aber Talisra ist halt Anführerin ihres Volkes. Ja, genau. Ne? Das ist so die gleiche Thema wie Kalec. Kalec sagt, ich muss mich darum kümmern, die blauen Drachenscharen zu führen. Deswegen auch Lejaina nicht, weil die ist jetzt auch Anführerin, kannst du auch knicken. Genau. Aber Okolev ist kein Anführer. Er ist beliebt, er ist ein krasser Magier. Auf jeden Fall und wissenstechnisch auch sehr heftig. Wir haben auch wieder die Horde drin, wir haben wieder keinen Menschen drin. Genau. Also für diejenigen, die sich nicht erinnern, Okolev ist aus Suramar der Typ, der die Teleportationsgedöns macht. Ne? Ja, klar. Das ist Okolev. Ich glaube, und der hat auch Voice Lines, er hat einen Sprecher. Und der ist lustig. Der macht immer so Jokes. Ja. Boah. Ich meine, könnte natürlich für zukünftige Elfen-Empire auch relativ wichtig sein, wenn das kommt. Was bringt der für Benefits? Das ist die Frage. Naja, ich sag schon mal so. Wissen und Suramar, ne? Ja, aber Dalaran ist ja sowieso eine Stadt, die immer von A nach B transportiert werden muss. Ja, klar. Das heißt, da ist er auch prädestiniert, da zu helfen und so weiter. Und aus Spielerperspektive kriegen wir Okolev wieder eine wichtige Rolle. Wir können ihn also wieder präsentieren. Und es macht diesen Rat der Sechs aus meiner Sicht auch ein bisschen nahbarer, weil was du schon gesagt hast, ne, Khadgar, den kennt jeder und mag jeder, aber die anderen sind alle so ein bisschen die Modera, Anzirem, Kalain und Vargoth. Jetzt mal im Ernst,
also auch an die, ja, die jetzt auf YouTube dann hier zuschauen, okay? Schreibt mir bitte, ja, in die Kommentare, bevor ich jetzt dann gleich das droppe, wisst Wer ihr da das Wichtigste von Carlane? Und ich wette, ja, das wissen die meisten nicht. Also ich würde auch behaupten, ich weiß viel über die WoW-Lore. Und ich muss auch nachlesen. Also ich habe literally einfach vergessen, wer er ist und was er macht. Voll. Also ich, ja, musste auch nachlesen, auch dass er ein Psychopath war. Ja, ja. Seine Story, ich sehe es auch im Wiki, gerade wird größtenteils im Comic erzählt. Also es, genau, ist halt. Und das Größte, ja, was seine Story aufbaut, ist, dass er ein Psychopath war. Und mittlerweile der gefestigste von allen ist. Das ist seine Story. Fertig. Ja. Der war halt so durchdrehend da, wollte Equin ein bisschen nachmachen. Ne, so mehr Macht und noch mehr Macht und dann können wir weitermachen. Das Witzigste, ja, by the way, fällt mir jetzt gerade ein, wer in den Rat kommen könnte, wäre Mana-Sturm, oder? Aber das machen sie nicht. Nein, auf keinen Fall. Aber das ist ja cool. Mana-Sturms, wenn die Mana-Sturms in den Rat der Sechs kommen, dann müsste Kalek den Rat der Sechs bekämpfen. Ja. Das ist ja genau das, warum es den blauen Drachenschwarm hier gibt. Dass der blaue Drachenschwarm soll ja ein bisschen aufpassen, dass Magie nicht in die falschen Hände gerät. Und da ist es definitiv in den ganz falschen Händen. Ja, genau. Aber ja, aber ansonsten fällt dir noch irgendein Charakter ein, der im Rat der Sechs teilnehmen könnte, der wirklich da was bringt und reinbringt? Und wie gegen Aleria noch mal, wie hieß denn nochmal dieser Magier, der einen hilft in der Klassenhalle der Magier? Meryl irgendwas, genau. Ist der Wächter, ist der letzte Wächter. Fellstorm, war das Meryl Fellstorm? Kann sein, ja. Ist der letzte von der Tieresgarde, quasi. Genau. Na, der ist zu alt und der ist zu gebrechlich. Ich meine, ein Untoter da drin wäre geil. Ich hätte noch einen, wir hätten auch noch den Arkanisten Saver, der für die Untoten immer als Hauptarkanist tatsächlich da war in Dalaran. Der steht, wenn man hoch zu den PvP wollte, bei der Horde-Seite, da steht der Arkanist. Der stand früher in Unterstadt. Das ist so der krasseste untote Magier, den es gibt. Ja. Der könnte auch da rein, weil der ist eigentlich ziemlich cool. Aber bringt halt nichts. Ja. Das bringt halt alles nichts. Das ist das Komische. Verisa wäre natürlich irgendwo so ein Ding, aber ich sehe Aleria. Allein nur wegen den Benefits, die sie bringt, weil sie eine coole Story damit ihr auch machen könnten. Die Astralen könnte man dadurch sehr gut mit einbinden. Gerade wenn es um die Bekämpfung der Leere geht, weiß ich immer noch nicht, warum wir uns nicht längs Richtung den Astralen mehr bedienen und fragen und uns helfen lassen. Generell muss man sagen, dass... Oh Gott, ich habe gerade einen Namen gelesen, weil ich scrolle auch gerade durchs Wiki mit Magiern und so weiter. Und pass auf, was ist, wenn der Rat der Sechs, also der leere Platz, von Medan besetzt wird? Ja gut, den gibt's nicht mehr. Nein, gibt's nicht mehr. Deswegen habe ich den auch ausgelassen. Den gibt's nicht. War es eigentlich Afrisabi, der den gekillt hat, oder Chris Metzen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es war Metzen wahrscheinlich, Afrisabi, weil, oder? Ich würde sagen Chris Metzen, weil er ja in den Chroniken gekillt wurde. Stimmt. Aber die hat Afrisabi auch mitgeschrieben, ne? Naja. Ja, war so eine... Ich meine, man könnte ihn wiederholen. Es ist auch Afrasiabi, der gesagt hat auf der BlizzCon 2016, dass Medan als Wächter nicht Kanon sei. Ja, okay. Also es könnte unter Chris Metzen, der Medan erschaffen hat, ein Medan kommen. Gut, er hat explizit in dem Warcraft-Film nicht erschaffen, by the way. Ja, aber er hat nichts... Weil ich das gerade noch mal lese, ne? Später hat Afrasiabi gesagt, dass Medan zwar nicht als Guardian, also als Wächter Kanon sei, aber dass er existiert, sei schon Kanon. Mhm. Ja, wissen wir nicht. Aber Medan wäre natürlich schon so ein Ding. Aber wo wäre Medan die ganze Zeit gewesen? Nicht bei uns, nicht entdeckt? Also, wir wissen, also jetzt gehen wir mal davon aus, das ist schon größtenteils Kanon, was wir über Medan wissen. Dann ging der Etiesh
Stab von Mediv auf Medan über. Und Medan hat Khadga den Etiesh vor oder während Warlords of Draenor gegeben. Und seitdem hat sich Medan nicht blicken lassen. Das wäre so der letzte Anhaltspunkt, den wir irgendwie haben, weil diese Übergabe vom Stab muss irgendwie stattgefunden haben zu Khadga. Wo hat er das gemacht? Keine Ahnung, entweder auf Draenor oder auf Karazhan, in Karazhan. Mhm. Also, vielleicht ist Medan einfach in Karazhan. Ja. Kann natürlich sein und schön wohlbehütet unter Mediv, Khadga. Ja. Aber schwierig, Medan. Ob Khadga ihn rufen würde, wenn dann als sein Nachfolger und nicht als Nachfolger für Caligos. Naja, wir wissen ja, dass Khadga sterben wird, ne? Ja, aber dann hätten wir zwei Plätze zu vergeben. Ja, deshalb, ja, aber erstmal nicht. Ach so, erstmal genau, ist es so, Khadga weiß, er wird bald draufgehen oder er ahnt das und deswegen nimmt er jetzt erstmal Sohnemann auf die Arbeit mit, damit er das irgendwann weitermachen kann. Kann natürlich sein, kann natürlich sein. Jetzt ist natürlich, wie gesagt, Medan müsste krass sein. Medan müsste so oder so krass sein. Egal wie, er ist ein richtig krasser Dude, über Jaina stand. Ja, 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 das Problem halt mit Medan ist, falls sie ihn wiederbringen würden, was ist jetzt mit ihm? Also, was von den ganzen Geschichten rund um Medan in den Comics ist, können wir jetzt für voll nehmen. Aber unterm Strich ist das mit den Comics immer das Problem. Die haben immer diesen Superheldencharakter, weil es ja Comics sind. Und das ist immer ein bisschen überzeichnet, immer überdreht, alles ein bisschen überkrass. Wie viel würde man davon jetzt quasi übernehmen? Das ist das Problem jetzt mit Medan. Er war ziemlich viel. Ja. Er war Paladin, Magier, Schamane, genau. Er konnte auf sämtliche Kasten der Magie zugreifen. Das war ja das Krasse bei ihm. Ja. Er konnte quasi mit allem umgehen. Er war die Antwort auf alles. Schwierig. Ist das der Freund, von dem Khadga immer erzählt? Könnte sein. Ja, aber... Schwierig. Ich glaube, es wäre besser, wenn sie ihn weglassen würden. Ich überlege gerade auch. Es könnte ein halt, neuer, gesagt, cooler nur, Char werden. Ich habe halt nur im Wiki halt verschiedene krasse Magier halt gerade so in Listen gehabt und dann dachte ich mir, Medan. Ja, aber der Punkt ist auch, also er wird nicht funktionieren, glaube ich, nirgendwo. Wir brauchen zwar einen neuen coolen, weil Mediv, also entweder man muss bald die Mediv-Karte mal richtig ziehen und ausspielen und wegspielen. Muss geschehen. Und wir brauchen coole Dudes. Und wir haben actually gerade nicht so viele coole Dudes. Furorion hat man uns jetzt wieder gelassen. Das ist schön, weil wäre der Aspekt geworden, wäre der kein cooler Dude mehr für die Zukunft. Das ist ein cooler Charakter, der kommen wird und der immer noch scheiß Entscheidungen treffen kann. Und das cool gemacht. Also, der kann so Illidan-Moves machen, weil er jetzt eben kein Aspekt ist. Das ist sehr gut. Aber ansonsten haben wir keine coolen Charakter so in der Zukunft auf uns wartend, die einen Illidan machen, die einen Mediv machen, die eine Sylvanas machen, die Entscheidungen treffen, die wir cool finden, wo wir sagen so, wow, ist schon heftig, was du da gerade machst, aber ja, nicht in der Position stehen, weil da haben wir keine, haben wir gar nichts. Und eigentlich brauchen wir dann sowas. Das wäre jetzt natürlich der Sohnemann von Aleria, Sohnemann von Moira, Sohnemann von Thrall. Die könnten alle sowas sein, aber schwierig. Ja, ja. Es gibt noch, also wenn du richtig langweiligen Charakter haben willst, ne, also ich bin gerade die gesamte Liste von aus Wiki-Sicht Notable Mages durchgegangen. Den letzten, den wir noch nicht erwähnt haben und noch lebt, wäre Evanshade. Weißt du, wer das ist? Das ist der Anführer der Shendrala. Also wenn du einen richtig langweiligen Charakter haben willst, den keiner kennt und einfach nur diesen Platz ausfinden soll, dann nimmst du den. Aber imagine, in Bellamef ist er als Prinz dort, ne? Ja.
und hält die, da ist ja sowieso im Forum eine Politik-Diskussion losgebrannt um die Chandrala. Ich meine, imagine, das sind Verräter und eigentlich ist es ja sowieso krass, dass die wieder zurück sind, weil Ausgestoßene, die wurden ja zum Sterben weggeschickt. Mhm. Also, das ist ja richtig, richtig krass, dass der Prinz überhaupt wieder zurück ist. Damit könnte man natürlich Couleur machen, aber dann sind wir wieder bei Nachtelfen. Und da ist jetzt mal langsam gut. Ja, aber alle anderen sehe ich nicht, die da stehen. Also, hier wird noch zum Beispiel Magister Umbrick aufgezählt, der ist von den Void Elves. Ja, aber nein. Sehe ich nicht. So. Nein, nee. Also, wie gesagt, Aetas, yes, sure, langweilig, aber possible, auf jeden Fall. Ganz gute Wahl auch. Auf jeden Fall. Vor allem, weil er jetzt noch mal einen Character-Move gemacht hat. Ne? Er ist definitiv nach vorn. Hat einiges jetzt auch mitbekommen, ist gewachsen und ist auf jeden Fall mit einer der stärksten Blutelfen-Magier, die es gibt. Man möchte meinen, dass er Romav mittlerweile in die Tasche stecken mag. Bestimmt. Kann sein. Ja. Kann sein. Der könnte krass sein und vielleicht könnte auch er unter dem Gerede mit Lord Materon und Anasterian ein bisschen an Selbstbewusstsein und so. Er ist ein Sonnenhäscher. Er ist schon so eine ordentliche Linie, was Silbermond angeht. Das heißt, auch da, er könnte ja cool Stuff mitbringen. Ich bin gerade noch mal auf Konzi von Tirisfall. Ja. Also, Mary Felstorm hatten wir gerade eben schon mal genannt. Ja. Es gibt noch einen weiteren, der noch lebt. Oder eine weitere. Nämlich Ari. Ari. Sagt mir auch gerade nichts. Ist das in der Klassenhalle, wenn man hochgeht zu denen und dann rechts geht am Balkon, da steht sie, ja? Ja, genau. Das ist die letzte Lebende. Also, Medivh wird als aktiv gezählt, Ari wird als alive gezählt und Felstorm als undead. Alle anderen sind verstorben. Ja, ich weiß, Ari, ja. Gut, die war halt nur eine Wächter, also keine Wächterin, sie war ja nur nicht mal im Rat der Tirisfalen, sondern nur in der Garde. Die Garde ist ja, weiß ich nicht, wie die silberne Hand, so. Das ist halt. Ja, sie wird hier auf jeden Fall einfach nur zum Konzil dazu gezählt, deswegen nutzt es nicht sicher. Also ich meine nicht, dass sie im Rat der Tirisgarde war. Also sie war nicht eine machtgebende Magierin. Und selbst wenn, dann ist sie ja machtlos, weil alle im Rat haben den Großteil ihrer Macht geopfert für den letzten Equin. Das stimmt. Weil sie haben ja nicht mal Medivh was gegeben. Sie haben ja nur Equin gegeben, ne? Warte mal, hatte Medivh eine Power-Up gekriegt vom Rat? Nee. Nee, gut. Das Power-Up ging quasi nur von Equin auf Medivh über. Das ja, genau, genau, genau. Aber es war kein nochmal Ermächtigen, ne? Nee. Nee, nee. Deswegen ist ja auch Equin dann, wissen auch viele nicht, das letzte Mal, dass Equin gesichtet wurde, war Legion. Die gab es ja in World of Warcraft tatsächlich, Equin. Und zwar Jaina ist zu ihr. Und hat ihr beim Sterben dann sozusagen zugesehen. Ja, also wir haben auf jeden Fall Echos von Equin auch im Tomb of the Garras, ne? Ja, da genau, aber ja gesagt, das waren ja die alten Echos, aber sie hat ja, als sie die Macht abgegeben hat, wo sie ja ganz schnell dann ganz alt und sie ist dann irgendwo nördlich von Donnerfels, glaube ich, war das im Buch, glaube ich, Before the Storm oder so? Oder nee, im Illidan-Buch oder so, trifft Jaina sie. Jaina weiß auch am Anfang gar nicht tatsächlich, dass es Equin ist. Und merkt halt erst hinterher, oh shit, das ist Equin, so. Und dann verstirbt sie. Da ist sie dann gestorben. Ziemlich coole Sache für einen ziemlich krassen Charakter, den wir so eigentlich nie richtig im Game hatten. Weil Equin ist ja schon. Ja, Equin war mit Sicherheit eine der stärksten Magierinnen. Ist jetzt schwer zu sagen, wie sie sich verhält im Vergleich zu Medivh. Ob sie jetzt stärker oder schwächer ist. Aber eine ganz andere Liga als Jaina. Eine ganz andere, das ist nicht mehr die gleiche Sportart. Ja, aber ich würde sagen, unter den Maßstäben, dass es nur darum geht, das eigene Potenzial zu steigern, ist, glaube ich, Jaina die stärkste Magierin. Also,
Equin ist so stark, weil sie die Macht von den anderen Magiern bekommen hat. Naja, und aber danach hat sie ihren krassesten Power-Up gehabt, dadurch, dass sie eben dieses Arkan-Elementar versklavt hat. Ja, aber sie hat sich die Macht, sie hat sich die Macht aber von anderen Quellen gesucht. Das meine ich mit aus eigener Kraft, aus eigenem Potenzial heraus. Okay. Ich glaube, Jaina ist schon ziemlich heftig. Hätte Jaina die gleichen Power-Ups bekommen, die Equin gehabt hätte, dann, ich glaube, dann wäre, hätte Jaina noch mehr Potenzial tatsächlich. Naja gut, sie holt sich jetzt auch die Macht von Wasserelementaren, ne? So wird ja nicht. Das stimmt, das stimmt. Aber um Arthas Menethil zu zitieren, das ist Jaina, meine Herren, eine der begabtesten Magierinnen des gesamten Landes. Ja. Ja. Gab auch nicht viele zu der Zeit. Das stimmt. Und vor allem ganz viele, die auf sie scharf waren, Keltas. Stell mal vor, in den Rat kommt Keltas. Wäre doch auch cool, oder? Ja, aber der bleibt in den Shadowlands, glaube ich. Sicher? Boah, das wäre schon geil, so ein Keltas zurückzukommen. Nee, wäre nicht geil. Also, Keltas wiederzubekommen wäre geil, ja, aber die Implikation, Keltas wiederzuholen, wäre nicht geil. Also, weil es impliziert ja, dass wir alle Charaktere aus den Shadowlands wiederholen können. Und das ist nicht cool für die Lore. Das ist ein Problem auf jeden Fall. Und der muss noch ein paar Sünden sühnen, habe ich gehört. Der Sündenstein von ihm ist richtig groß. Ja. Also meinetwegen können die das mit Vol'jin machen, weil Vol'jin von Anfang an seit seinem Tod anders behandelt worden ist. Mhm. Aber sie sollen jetzt nicht anfangen, alle Charaktere, die in Shadowlands rumlaufen, wieder zu. Aber Blutelfen, da brauchen wir halt mehr und da muss mal was passieren, weil die Blutelfen sind schon dafür, dass es die meistgespielteste Rasse ist, sind es die am stiefmütterlichst behandelsten Völker überhaupt. Blutelfen. Ja, das Problem ist, dass sie halt die coolen Blutelfen alle entweder sterben lassen haben oder die Macht, die Seite wechseln lassen haben. Also Aleria ist keine richtige Blutelfin mehr. Also Sylvanas sowieso nicht. Ja. Keltas ist tot. Anastarion war auch super krass eigentlich. Und also Felomeloan. Wir könnten halt Viresa könnte man aufbauen. Weil aktuell ist Viresa immer nur die kleine Schwester. Und die wurde auch immer so behandelt in der Lore. Ja. Also vielleicht. Wobei in Shadowlands sie schon anders interagierte, möchte man sagen. Was ist mit Arathor? Arathor wäre nicht bei den Blutelfen. Liadrin sehr schwierig, weil die hat dann eine zu krasse Vergangenheit. Es hat die Frage, ob du einen Mischling das Volk vertreten ließest. Ne? Also die Blutelfenspieler, die wollen ja dann wahrscheinlich einen Blutelfen als König oder Königin haben und nicht einen Mischling. Da hast du nichts mehr. Da hast du nichts Aufgebautes. Und das ist ja gerade der Punkt. Du hast nichts. Nicht mal Haldurion, Romav oder sonst wer. Keiner von denen ist vielleicht aufgebaut. Vielleicht ist das halt auch die Zukunft der Blutelfen, dass sie tatsächlich jetzt mit dem Volk der Nachtgeborenen verschmelzen, ne? Genau, und eine neue. Dass das jetzt ein Volk wird. Ein neues Dings, ja. Weil da hast du coole Charaktere mit Talisra und Okulev. Auf jeden Fall. Aber dann brauchst du auch, dass die Blutelfen als Silbermond zerstört ist und die Blutelfen gehen weg. Ja. Also gehen auf Suramal. Ja. Ich meine, Suramal haben wir alle geliebt und wenn das überarbeitet ist und wirklich begehbar ist und alles mögliche und vielleicht auch mal die Sonne da scheint, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass das geil wird. Ja. Und so ein zerstörtes, wirklich, also dass man immer noch in den Ruinen wirklich ist, ähnlich wie du jetzt in der im ersten Gebiet auf den Dracheninseln hast, dass du wirklich siehst, also du kannst dich an den Turm erinnern, du kannst dich an das Gasthaus da erinnern oder so, weißt du? Das wäre schon sehr cool. Kann ich mir vorstellen. Und dann führen sie irgendwann ein, dass du beim Friseur quasi, dass du die Haut und so weiter so ändern kannst, wie dieser bronzene Drache, den wir getroffen haben. Weil das quasi die Kinder sind, die dann entstehen, wenn das die bei Nachgeborene mit den Dings da. Ja, könnte man ja von denen das Kind, ne? Wir wissen ja auch, Kinder von den Nacht-, also von Elfen, werden relativ schnell, kommen sie zumindest erwachsen. In dieses, ja genau, ne? Und Pubertät, dann haben sie ein, genau. Wie schnell ist es? Sehr schnell, schneller als bei Menschen, ne? Ja, ich meine auch. Ich weiß aber nicht, wo es herkommt, ehrlich gesagt. Sprich, man könnte so ein Kind von Lorti und Telisra könnte man wahrscheinlich mit reinpacken bei den Kindern von Moira und Thrall, oder? Ja, der könnte dann mit Durak spielen oder so. Genau, also Next Generation. Ich meine, Durak könnten sie jetzt auch noch mal altern lassen, ne? Also der war jetzt, ich würde sagen, in der Traditionsquest-Reihe war der so in diesen
Wenn wir das jetzt auf menschliches Alter projizieren, wäre der irgendwie so 14 oder so gewesen. Ja, aber das heißt, schwierig. Jetzt könnte Durak. Der langsam in das Durak Alter wird kommen. Halt sehr, sehr schwer und ich glaube, den fassen sie nicht an. Aufgrund ja, des vielleicht. Namens. Weil das auf Russisch Dummkopf heißt, ja. Ja, und im Ukrainischen eine Beleidigung ist. Ja, ja. Es gibt zwei Bedeutungen für Ukrainisch und für Russisch. Achso, es gibt noch eine. Okay. Genau, es gibt zwei Bedeutungen und die widersprechen sich. Deswegen haben sich die Ukrainer ja extremst aufgeregt. Und gab es ja lange Zeit an Twitter und im Forum und ist dann auch über den Dingsbums. Und ja, der heißt aber seit Ewigkeiten Durak, oder nicht? Ist der Beleg ja, nicht voll schon. Alt? War dann jetzt auch eher wegen dem Krieg, dass das nochmal Thema dann wurde. Und dann kam ja gleichzeitig die Quest, wo man eben Durak das erste Mal ja trifft. No. Und das war das Problem. Aber er ist jetzt schon so weit, dass man den Namen nicht mehr changen kann. Ich weiß nicht, ich bin gespannt, ob sie ihn bringen. Ich glaube aber nicht. Nicht momentan. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Schwierig. Könnte auch sein, dass er ein Family-Feature für Thrall ist, ne? Ja. Also immer wenn es darum geht, hey, Thrall ist übrigens auch Daddy, bringen sie Durak. Das kann gut sein, ja. Das kann gut sein. Thrall ist sowieso jemand, der, glaube ich, niemals in The Next Generation gehen wird. Der wird da sein. Der wird immer da sein. Der wird da sein. Ja. Und wenn er nur der alte Opa am Lagerfeuer ist, der Geschichten erzählt irgendwann. Ja, genau. Er wird der Drektar, den wir wollten. Genau, den wir nicht bekommen haben. Ja, genau. Das wäre ein Thrall, ja. Ja, ich bin gespannt. Gut. Ich glaube, wir haben wieder ziemlich viel hier gefüllt. Wir hoffen mal, dass für die nächsten Folge ein gewisser Patch kommt. Also zumindest PTR oder wir mehr als nur eine Flagge wissen. Weil Spekulationen dazu fallen mir eine Million, aber auch null ein. Es ist super schwer, diesen Patch zu spekulieren. Super schwer. Ja, das stimmt. Deswegen also, kann alles sein, kann auch nichts sein. Ja. Hoffen wir mal, dass sie dann doch heute Abend noch was auspacken. Wir haben noch eine Stunde. Wenn dann jetzt vielleicht könnte was kommen, aber wir sind gespannt. Schauen wir mal. Ansonsten nächste Woche. Könnte ja sein. Ja. War ein Blumenpflücken? Für mich auch. Auf jeden Fall. Und. Und ich bin wir schauen gespannt, mal. Was kommt. Ja. Ja, ja, ja. Mal gucken. Falls der Patch kommt, haben wir nächste Woche ja sowieso was. Ja. Ansonsten überlege ich mal, ob ich was vorbereite. Gibt ja schon seit längerer Zeit. Haben wir eine Idee für einen Lückenfüller? Vielleicht machen wir das ja dann beim nächsten. Ich bin auch echt interessiert dran, auf jeden Fall. Ich bin wirklich, weil seitdem du davon gesprochen hast, spinnen sich auch an mir dann so. Und ich will wissen, weil wir haben tatsächlich noch nicht einmal drüber geredet. Er hat es mir nur einmal vor den Kopf geworfen. Und seitdem frage ich mich, wie du denkst. So, das ist wild. Das ist echt wild. ja, alles klar. Machen wir dann. Je nachdem, wie. Ja. Schauen wir mal einfach, wie es so wird. An die Zuschauer draußen, vielen lieben Dank. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Servus und Ade. Bis denn.